Hallo Freunde Videospiele und willkommen zu Ausgelevelt, der Podcast, der das Max-Level schon längst erreicht hat. Ich bin der Gamebreak und ich bin wieder mal nicht alleine, und zwar mein guter Freund Kave ist wieder da. Deswegen hallo Kave. Ja, auch ein herzlicher Hallo an dich und an die Gamer-Freunde da draußen. Es ist die 10. Ausgabe von Ausgelevelt. Das ist doch mal super gut, das freut mich natürlich sehr. Also auf viele weitere schöne Folgen, lieber Kollege. Die 1000 machen wir also voll, oder? Ja, mindestens. Ganz mindestens. Genau, so machen wir das. Und ja, da freue ich mich. Und jetzt freue ich mich natürlich auf, was wir so zu besprechen haben. Ja, aber bevor wir in die News der Woche gehen, gehen wir mal in die allerwichtigste Frage aller Fragen. Ja. Und zwar, was hast du gezockt diese Woche, Kave? Ja, ich habe ein Spiel einer großen Spieleserie gezockt, von dessen Reihe ich mir eine 5-jährige Pause genommen hatte. Eine Pause, die der Serie vielleicht auch ganz gut getan hätte. Okay. Die Rede ist von Assassin's Creed Odyssey. Und diesmal wirklich. Du hast es angespielt? Ich habe ein bisschen reingeguckt. Ich muss sagen, ich habe einen sehr großen Fehler gemacht. Ich hätte Assassin's Creed vor Red Dead spielen sollen. Und wären mir nämlich die eklatanten Schwächen der Spielewelt und so weiter wahrscheinlich nicht so sehr aufgefallen. Aber kommen wir erstmal zu den positiven Punkten. Grafisch ist es sehr schön und stimmig. Es spielt sich sehr schnell und direkt. Das Kampfsystem selbst ist für mich neu. Gefällt mir aber ganz gut mit den ganzen Spezialangriffen, die man ausführen kann. Und das ist ein bisschen abgefahrener mehr, ne? Ja, also mehr so Fantasy, sage ich mal. Ja, das finde ich ja das genau richtig. Das ist auch zum ersten Mal, das kann ich dir auch sagen. Origins hatte das auch nicht. Also Origins hatte maximal sowas wie in der Luft springen, mit dem Bogen ziehen und dann kommt Slow-Motion. Ah, oder okay, sowas. Ich dachte, das schon seit Origins. Nee, in Origins war das nicht so abgefahren wie jetzt. Also jetzt sind ja wirklich so Spezialfähigkeiten, sage ich mal. Ja, verstehe. Ja, das ist gut zu wissen. Da muss ich sagen, diese Fantasy-Richtung, die gefällt mir eigentlich richtig, richtig gut. Das macht das Spiel auf jeden Fall interessanter. Aber da muss ich sagen, muss sich Ubisoft auch mal entscheiden, was Assassin's Creed eigentlich sein will. Ja, ein richtig historisches Epos, Fantasy, Templar-Assassinen-Wirrwarr mit RPG-Elementen. Ja. Es fühlt sich für mich etwas wie ein Spiele-Frankenstein an, das einfach nur versucht, das ist so ein Eintopf quasi. Ja. Alles, was noch da war, einfach mal reingeschmissen. Ja passt genau. Schon. Die besten Aspekte von anderen erfolgreichen Spielen kopieren, nur halt in schlechter gefühlt. Das ist das Problem, ne? Klar, nicht falsch verstehen. Klar, es macht schon Spaß. Es hat alle Zutaten, die Spielspaß fördern, wie Looten und Leveln. Eine riesige Spielwelt, spaßige Kämpfe, Seeschlachten, die ich in Black Flag sehr geliebt habe. Entscheidungen, die man treffen muss, die Einfluss auf die Story nehmen. Und das ist ja auch alles okay so. Aber fast alles hat noch Wannas so viel besser schon gesehen. Ja, genau. Es gibt halt diese ganzen Teile irgendwie besser. Und ja, warum ist das Spiel Assassin's Creed, ist halt dann für mich so die große Frage einfach. Also, hätte auch was anderes sein können. Ja, der Name, sie wollen natürlich den Namen, der bringt natürlich die Verkäufe mit. Denke ich auch. Also, daher können die jetzt das jetzt nicht hier Historical Battles nennen. Genau. Fantasy-Effekt oder sowas. Keine Ahnung. Sorry, aber allein schon die Darstellung der Pferde, ich bitte dich, mit ihren abgehackten Animationen sind eines AAA-Titels echt unwürdig. Ich erwarte wirklich keine Red Dead-Pferde. Aber nach 5 Jahren bekomme ich immer noch Dynasty Warriors-Pferde vorgesetzt. Das stimmt. Das ist auch in Origins schon so gewesen. Das finde ich ein bisschen, da hat man wirklich. Das ist natürlich unfair, wenn ich es jetzt mit Red Dead vergleiche. Logisch. Das ist unfair, aber es fällt halt auf. Ich kann es ja nicht beschönigen. An sich, wenn man bedenkt, ich meine, in der Zeit, wo Red Dead, es gibt ja nur 2 Red Deads. Und die haben halt kein anderes Spiel mit Pferden rausgebracht, Rockstar, und haben es direkt beim zweiten Mal quasi perfektioniert, sage ich schon fast. Ubisoft hat es halt schon so oft gehabt, Pferde in den Spielen, die waren einfach nur. Gut, ich glaube, die haben da den Fokus nicht so. Das ist einfach so nach dem Motto, das Pferd ist nur dazu da. Das hätten auch Steine sein können, genau. Steine, auf denen du reitest. Richtig. Das ist einfach nur so, das ist dein Transportmittel hier, ist uns egal. Es muss jetzt nicht kacken und keine Ahnung, perfekt alles detailliert haben. Das nicht, aber das reißt mich ein bisschen raus, weil ich die gar nicht so als wirklich als Pferde wahrnehme, sondern von, okay, das ist ein Transportmittel. Hätte alles sein können, ein Skateboard. Ja, das ist ja vielleicht geil. So und das hat mich ein bisschen rausgerissen, aber. Ja, ich meine, wie gesagt, es macht schon Spaß. Ich würde sagen, es ist mehr Arcadia, wenn man das so will. Also Red Dead ist halt deutlich realistisch mit den ganzen Animationen. Dadurch dauert das Spiel auch ein bisschen länger. Red Dead ist halt mehr so, okay, hab einfach Spaß. So nach dem Motto, komm, fuck it. Viel Spaß. Ja, ich hab wirklich den krassen Unterschied gemacht. Ich habe ja sehr lange Red Dead gespielt, das wäre eher so träge, langsam ist. Mm-hmm. Und dann Assassin's Creed, das war wie 1,2-facher Geschwindigkeit für genau, mich. Genau. Das war jetzt echt ungewohnt. Ja. Aber wie gesagt, es ist ein Mainstream-Titel. Natürlich muss es einer großen Schicht quasi gefallen. Und das tut es ja auch.
Aber ich meine, das hat es auch ein bisschen billig erkauft. Mit, ja, wir packen einfach alles in die Suppe Ja. und dann gucken wir mal, was rauskommt. Und das ist dann auch nicht so. Ich will es wirklich nicht schlechter reden, als es Ja. ist. Nee, also ich fand Origins zum Beispiel ziemlich gut. Da gab es diese RPG-Elemente zum Beispiel noch nicht so krass. Also diese Erfahrungswerte gibt es ja schon seit Unity quasi. Aber so die Skilltrees und sowas, das kam erst mit Syndicate rein. Da waren die noch nicht so gut. Ach so, In okay. Origins kam, also die sind im Prinzip erst seit den letzten drei Teilen gibt es diese ganze RPG-Sache quasi. Vorher war es ja mehr so Action alles und du hast nur Geld bekommen und damit hast du dich upgegradet. Jetzt hast du halt Geld plus RPG-Elemente. Aber so wie jetzt Odyssey mit den Entscheidungen treffen und sowas, das ist zum ersten Mal. Also das ist jetzt so dieser Mass Effect, dieses Ja. Dragon Age Mass Effect, so sieht das ja ein bisschen aus. Das ist zum ersten Mal. Bei Origins war es noch nicht, deswegen fand ich Origins ziemlich gut. Einfach weil es noch, es war Assassin's Creed nur einfach erneuert. Odyssey habe ich ja jetzt auch selbst nur so ganz kurz angespielt. Ich mag es, weil es halt diesen abgefahrenen Modus geht. Aber ja, es ist halt so, wo ich mir dann denke, so, das hat mal historisch akkurat oder relativ akkurat angefangen, sage ich mal. Die haben versucht, das, auch wenn ich überlege, so Sachen wie, war das Brotherhood oder ich weiß nicht mehr, wo die dann so mit dem George Washington, genau, im dritten Teil, dass dann George Washington auch in der uns, so nach dem Motto, als wenn es die Assassinen echt gegeben hat, nur wir, die wurden aus Ja. den Geschichtsbüchern von uns rausgestrichen. Und das ist so die wahre Geschichte, wie es damals passiert ist. Und dann haben die so echte Bilder genommen und dann so die Assassinen da reingemacht und sowas. Das fand ich ziemlich cool, einfach weil das so, ja, so nach dem Motto, das hätte so sein können, wer weiß, ne? So, aber jetzt Ja, ist das halt stimmt ganz schon, klar, wo du aber sagst, okay, nein. Jetzt sind wir an ja, dem Punkt angekommen, wo es ein Nope. ich finde, jetzt ist auch eigentlich der Punkt gekommen, wo man quasi diese ganze Templar-Assassinen-Hintergrundstory mit den ganzen, mit der echten Welt, so, das müssen wir einfach rausnehmen und einfach nur historisch, jetzt nicht historisch, aber einfach irgendwelche, keine Ahnung, Griechenland, wie die es ja halt gemacht haben, Genau, und genau, da genau. hast du deine Action-Fantasy. Richtig, einfach Das reicht so. ja schon. Geschichten oder so auf wahre Geschichten basieren, so nach dem Motto, ja, das waren Spartaner, die haben das halt gemacht und dann spielst du das einfach, so wie das ja jetzt quasi ist. Und dann Ja, das ist, quasi ja. im nächsten Assassin's Creed nehmen wir halt Japaner und dann ist das irgendeine Geschichte, irgendein Zeitraum, wo dann quasi was in Japan passiert ist, so irgendwie die Feudalkriege, aber mit Assassinen und Templern oder sowas. Ja, okay, wirklich interessiert dich wirklich die Templar-Assassin-Geschichte, Ja, bitte. ich finde das so ein bisschen. Also die Geschichte an sich finde ich sehr plump natürlich, sehr, sehr wenig, aber ich finde es trotzdem, dass Assassin's Creed immer noch diese Geschichte Assassinen gegen Templer haben sollte. Das gehört einfach dazu. Das ist so, es ist zwar, damit du einfach weißt, wer die Guten und wer die Bösen sind. So, Das ist, das ist so ja, die aber. Rebellen und das Imperium, so nach dem Motto. Ja, aber wo sind wir denn jetzt in der Geschichte? Das ist doch eine Ja, Sackgasse keine Ahnung, das mittlerweile. schon Das. lange. Also, es soll einfach nur in dem Spiel irgendwie Sinn machen. Es soll nichts auf die ganze Geschichte zu tun haben, weil da sind die, glaube ich, schon lange weg. Also, die haben einfach zu viele Teile rausgebracht, dass das, die Story macht am Ende schon gar keinen Sinn mehr. Ja, mich stört das persönlich, dass das immer so im Hinterkopf habe ich immer noch, oh, das sind Ja. aber nur die Templer und Assassinen. Wenn das weg wäre, könnte ich einfach komplett frei halt diese Welten genießen. Das reicht mir. Ich muss ja jetzt nicht noch im Das stimmt. Hintergrund das haben, was eh nicht zu Ende gedacht wurde. Weil Ja. man merkt einfach, Ubisoft kann solche komplexen Geschichten nicht erzählen. Die haben es versucht, die haben Richtig. es nicht Die hingekriegt. Geschichte ist Oh, vorbei, mit dem alles dritten klar. war sie vorbei. Also nach dem dritten ist quasi die Geschichte der Templer und Assassinen vorbei. Dann haben sie es in dem vierten, also Black Flag, nochmal probiert. Aber es hat keinen Sinn gemacht. Das war einfach so Ja, wenig. das stimmt. Und dann merkst du einfach schon, wie gesagt, in Origins haben sie es wieder zurückgeholt, weil in Syndicate war es echt super wenig. In Unity war auch fast gar nichts drin. Und mit Origins haben sie es quasi wieder versucht zurückzuholen. Und jetzt mit Odyssey weiß ich es nicht, wie viel drin ist. Ob da wieder gar nichts drin ist oder ein bisschen. Keine Ahnung, sie wissen auch nicht so ganz, was sie da machen wollen, um ehrlich zu sein. Also ich finde es ganz gut, wenn so ein bisschen in die God of War Richtung geht, mit Ja. mystischen Wesen, einfach Oh, das wäre geil. sowas. Das wäre auch geil. Das finde ich ganz gut. Es muss ja nicht immer jetzt, ja, gemixt hier mit historisch und Fantasy. Genau, genau, Das ist Wischiwaschi. Also wenn schon, genau. wenn schon. Wenn schon eine Richtung. Ja. Aber wie gesagt, ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Das freut mich. Es ist jetzt kein Teil, der mich jetzt zurück zur Serie bringt, muss ich sagen. Aber zumindest ist es besser, als ich erwartet habe. Das ist schon mal gut positiv. Und Das ich, ist doch schon mal, ja, nächstes Jahr doch schon kriegen mal wir ja ganz. kein Assassin's Creed, das haben sie ja Das schon ist ganz, ganz offiziell gut. gesagt. Deswegen bin ich gespannt, wieder kriegen wir eine mindestens 2 Jahre Pause. Bin ich mal gespannt, wie dann das nächste aussieht. Bei Japan komme ich wieder. Ja, Dann bin Japan ich wäre geil. Also dabei. spätestens, ja, Ghost of Tsushima kommt ja auch noch, das ist dann das, aber vielleicht kommt Assassin's Creed ja früher, wer Ja, weiß. das stimmt. Der fernöstliche Overkill, der kommt auf jeden Fall dann. Genau, und dann sind plötzlich Aber ich alle habe nichts Spiele in dagegen. Japan. Ich hab Genau. dann nichts Hey, dagegen. es ist immer gut, sowas zu haben.
Was habe ich diese Woche gespielt? Ich habe diese Woche Battlefield 5 gespielt. Oh ja. Am Dienstag kam ja die Standardversion raus. Die habe ich dann mir auch mal geholt, weil ich die mit so einer GameStop-Aktion bekommen habe. Besser als ich gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Nach der Beta und nach den ganzen News, die man über Battlefield 5 gehört hat in den letzten Monaten quasi, von wegen hier Pre-Orders runter und oh mein Gott, kein Mensch spielt das Spiel, keiner kauft es, die Beta war Katastrophe, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass DICE vielleicht nicht mehr lange existiert, weil wenn das Spiel bitte floppt, nicht, dass EA die dann einfach mal rausschmeißt. Aber auch die Leute im Internet, alle sind positiv überrascht von dem Spiel. Klar, es hat seine Glitches, also manchmal fliegen Leichen durch die Gegend, Panzer machen Breakdance-Moves oder sowas. Ja, beim Release ist das, glaube ich, richtig immer so, oder? Ich wollte gerade sagen, die Leute, die Battlefield spielen, sind damit gewöhnt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die das extra reinmachen, weil nach so Tradition. Nach so vielen Battlefield-Spielen könnt ihr mir nicht erzählen, dass sie es nicht hinbekommen, diese Glitches rauszumachen. Also ich meine, sie stören. Vielleicht ist es einfach nicht so traurig. Ja, Ich weiß es nicht. Also ich glaube, weil ich finde die lustig. Also ich finde es immer sehr lustig, wenn ich im Multiplayer irgendwie einen anschieße und plötzlich fliegt die Leiche irgendwie 5 Kilometer in die Luft und denkst dir so, okay, das sieht halt lustig aus und es stört das Spiel nicht, muss man dazu sagen. Das sind halt keine Bugs. Ja, natürlich. Das sind alles Glitches, die einfach nur lustig aussehen. Klar, manchmal können sie dich ablenken und dann erschießt dich einer, weil du gerade irgendwo hinguckst. Aber ich finde die halt lustig, aber ich verstehe nicht, warum sie es einfach nicht hinbekommen, weil es immer dieselben Glitches sind, irgendwie in jedem Battlefield, wo du denkst, ey, irgendwann müsst ihr doch. Und vor allem in Battlefield 1 gibt es diese Glitches ja nicht mehr und jetzt sind sie in Battlefield 5 wieder da, wo du denkst, hä? Habt ihr die wieder reingebaut? Ja, und das ist so. Keine Ahnung. Ja, ein bisschen merkwürdig. Aber ich habe auch heute die Kampagne durchgespielt. Die, muss ich sagen, ist ziemlich kurz diesmal geworden. Also noch kürzer als Battlefield 1. Wie lange sind die denn? Die hat quasi nur 3 Missionen. Das war's. 3 Missionen? Also 3 große Missionen sind das plus der Prolog. Es kommt noch eine vierte im Dezember. Also die ist noch nicht da. Die Last Tiger heißt sie, glaube ich. Ich glaube, da spielt man dann die Deutschen. Wahrscheinlich in einem Panzer oder so. Der Tigerpanzer. Natürlich. Vermute ich mal. Also die gibt's noch nicht, deswegen dachte ich, es sind 5 Kampagnen, aber es sind tatsächlich nur 4. Aha. Und die Prolog ist halt, ja, ist halt nur ein Prolog im Prinzip. Die ist sehr kurz, da stirbst du halt die ganze Zeit und dann wird halt immer die Geschichte. Ich dachte, so gezeigt. Die Spielzeit generell. Ja, genau, das ist extra so gemacht. Du kämpfst ein bisschen, das war in Battlefield 1 auch. Das war aber ziemlich cool gemacht. Immer wenn du gestorben bist, bist du dann in die Rolle eines anderen Soldaten auf einer anderen Schlachtfeld. Also. Deswegen, das war ganz, ist gut gemacht, cinematisch, sehr, sehr cool erzählt und die erzählen dann so halt über den Krieg. Man lernt tatsächlich auch ein paar Sachen darüber, muss man sagen, über den Zweiten Weltkrieg in dem Fall. Finde ich ganz interessant. Und dann haben wir halt 3 große Missionen, einmal in Frankreich, einmal, ich glaube, Schweden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Schweden ist oder Norwegen oder sowas. Ist auf jeden Fall so ein skandinavisches Land und die erste ist England, beziehungsweise man spielt Engländer. Genau. Ah, ist ganz cool gemacht, weil die alle in ihrer Sprache sprechen. Also klar, die Engländer reden Englisch, die Skandinavischen reden dann ihre Sprache und die Franzosen reden Französisch. Finde ich sehr gut gemacht, sind aber sehr kurz, die Missionen. Also es sind so, ich würde sagen, ich habe die jetzt auf Hardcore gespielt, dadurch stirbt man recht schnell. Also ist der höchste Schwierigkeitsgrad, aber ich würde sagen, selbst wenn man sie jetzt auf Normal spielt oder vielleicht Hard, maximal 2 Stunden pro Mission. Also so. Ich denke mal in 5, ja. Also sehr kurz, aber gut gemacht. Sehr kurz. Aber gut gemacht, muss ich sagen. Ich mag das, ich finde das war auch in Battlefield 1 auch so, dass das ja einzelne Geschichten waren, immer mit nur so 3 Missionen oder sowas. Also du hattest dann mehrere natürlich, dazu glaube ich 6 Missionen oder 6 Schauplätze und die hatten halt dann immer unterteilt in 3 Akte. Das fand ich ziemlich gut, weil du einfach dadurch halt immer andere Situationen des Krieges siehst quasi. Also auch hier hast du dann quasi ne Frankreich, was die gemacht haben. Und das basiert auch alles auf echten Sachen. Also ob das so passiert ist, wie es in dem Spiel dargestellt ist, will ich jetzt nicht sagen. Ob die Charakterennamen auch die gleichen sind oder sowas. Aber das sind Sachen, die passiert sind im Spiel, in der Geschichte quasi. Und das finde ich halt ganz interessant auf jeden Fall, solche Sachen. Ich finde es einfach cool, weil du halt dann einfach, weil das ist ein Militärspiel, da kann man eh keine super Story aufbauen. Das sieht man bei Call of Duty immer, da gibt es jetzt nicht, wo ich sage, oh mein Gott, Charakter XY ist gestorben, so, oh nein. Weil das ist halt einfach ein Spiel, das spielst du in 6-7 Stunden durch und dann ist dir die Geschichte egal, du willst einfach nur Spaß haben. Und so finde ich das wenigstens cool, dass du halt jedes Mal ein neues Szenario hast, also es sieht, andere Situationen hast du, du hast andere Waffen, du hast andere Charaktere. Und anderes Gameplay, also das eine. Also Abwechslung. Genau, viel Abwechslung. Das Spielprinzip erinnert mich so an alte, zum Beispiel GoldenEye oder Medal of Honor.
So an diese älteren Shooter erinnert mich das. Also nicht so sehr modern. Klar, es ist auch viel mit, oh, ich werde getroffen, ich gehe kurz in die Ecke, regeneriere mein Leben. Das gibt es natürlich immer noch. Das ist halt einfach das System des Spiels. Aber von den Missionen, wie die so aufgebaut sind, ändert das halt wirklich so. Wie gesagt, die skandinavische Mission kannst du halt in Stealth spielen, musst du aber nicht. Und das hat mich so ein bisschen an so Perfect Dark, GoldenEye so erinnert, weil du kannst so lange Stealth machen, bis sich einer sieht und dann ballerst du einfach alle nieder. Und das ist schon cool, dass du halt nicht, du wirst nicht gepunished. Das Spiel sagt nicht, ey, du musst das im Stealth spielen, sonst ist es vorbei. Und denkst dir so, hey, warum? Warum kann ich nicht einfach alle wegballern? Ich meine, klar, holen die Reinforcements, ist mir egal. Ja. Ich baller die einfach alle nieder. Und das hast du bei GoldenEye so gemacht, ne? Deswegen finde ich die ziemlich gut gemacht. Besser, als ich gedacht habe. Ich finde die tatsächlich ein bisschen, auch wenn es weniger sind, haben sie mir mehr Spaß gemacht als in dem ersten Teil. Beim ersten, also beim Battlefield 1 meine ich damit. Battlefield 1 fand ich besser, dass du auch Missionen hattest, wo du Fahrzeuge benutzt. In diesen drei Missionen habe ich nicht ein Fahrzeug benutzt. Also, beziehungsweise, man konnte natürlich die Fahrzeuge benutzen, wenn die rumstehen, aber bei Battlefield 1 gab es halt extra Missionen. Das erste Kapitel war zum Beispiel nur über einen Panzer. Es ging quasi, der Hauptcharakter war ein Panzer im Prinzip. Und du bist halt einer in der Crew. Du kommst gerade neu zu diesem Panzer und bist halt Teil dieser Crew. Und dann siehst du halt, wie dieser Panzer quasi durch das Land fährt und dann halt die Action macht, bis er am Ende dann quasi kaputt geht und du halt dann die Taube rufen musst, um Verstärkung zu holen. Und dann ist quasi das Ende. Und da hast du halt am Anfang die ganze Zeit den Panzer gefahren und dann in der nächsten Mission musst du den Panzer beschützen quasi als Fußsoldat und sowas. Also es ging alles um diesen Panzer. Und dann gab es eine Mission, wo du erstmal nur im Flugzeug bist, dann bist du außer. Also du hattest halt Missionen, wo du dieses ganze Level nur Dogfights hattest oder nur Panzerschlachten. Hast du diesmal nicht. Also diesmal aber alles nur auf Fuß. Es sei denn, es war da irgendwo, sag ich mal, es gab so Open-World-Levels, nenne ich sie mal, oder große Levels, wo du drei Missionen hast und du kannst dir aussuchen, welche Reihenfolge du sie machen willst. Und da kannst du halt Autos benutzen, um halt schneller von Punkt A nach B zu fahren. Aber das zähle ich halt jetzt nicht. Und das fand ich ein bisschen schade, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese nächste Mission, dieses Last Tiger, dass das vielleicht dann so eine Panzermission wird, wo es halt um diesen letzten Tiger geht wahrscheinlich. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, sehr positiv überrascht. Und das war nur der Singleplayer. Der Multiplayer, ich habe die Beta ein bisschen gespielt, deswegen wusste ich ungefähr, was mich vorbereitet. Ich dachte ehrlich gesagt, das Spiel ist einfach nur Battlefield 1 mit einem neuen Skin. Bin ich ganz ehrlich, das dachten viele. Und viele haben auch gesagt, warum soll ich mir das kaufen? Das ist dasselbe wie Battlefront. Die haben wirklich viele Kleinigkeiten geändert, dass das Spiel sich, es spielt sich immer noch für Battlefield, das ist klar. Aber es spielt sich schon deutlich anders. Also ich merke, dass es viel mehr Fußsoldat-mäßig ist, also mehr so, sag ich mal, Call of Duty. Weil ich glaube, die haben die Fahrzeuge die krasser begrenzt. Also ich glaube, es gibt einfach in den normalen Missionen, also Conquest ist ja so der Standard-Battlefield-Modus. Ich habe jetzt dieses World, es gibt einen Modus, den gibt es noch nicht, irgendwie Tides of War, den gibt es noch nicht. Vielleicht ist der größer, dass es da mehr Fahrzeuge gibt. Und es gibt noch irgendeinen anderen Modus. Also ich habe im Prinzip nur Conquest und Team Deathmatch und sowas ein bisschen gespielt zum Ausprobieren. Und da habe ich halt wirklich eigentlich nur die ganze Zeit Häuserkämpfe, was ich sehr cool finde, weil ich mag das voll mit diesen Häusern. Vor allem, weil man jetzt auch Befestigungen bauen kann. Das heißt, bestimmte Punkte, die du beschützen willst, da kannst du dann Sandsäcke aufbauen. Also das ist ein sehr cooles System, das ich erst nicht so ganz weil ich mal verstanden habe oder nicht gesehen habe, den Sinn dahinter. Aber mit längeren Spielen merkst du einfach, dass es manche Stellungen gibt, die man echt geil befestigen kann, wo es echt schwer ist, die einzunehmen. Okay. Es sei denn, man hat einen Flieger und schmeißt eine Bombe drauf oder sowas. Oder kommt mit einem Panzer und bricht einfach die Festung ein. Also es ist schon cool gemacht, dass man da halt wirklich dann so MG-Stellungen aufbauen kann und sowas. Und jede Klasse hat auch wieder natürlich seinen Sinn, sage ich mal. Der Medic heilt natürlich. Das Heilen ist jetzt universal geworden. Das heißt, wenn wir in einem Squad sind, kannst du mich jederzeit heilen. Das dauert aber länger. Also das Wiederbeleben. Das ist nicht wie früher, wo du einfach so eine Spritze auf den Boden haust und plötzlich steht da einer neben dir. Jetzt musst du halt hingehen und dann kurz X gedrückt halten. Wenn du kein Medic bist, dauert das lange. Wenn du Medic bist, geht das schnell. Der Medic kann aber alle wiederbeleben. Die müssen nicht im Squad sein. Und das finde ich ganz gut, weil dadurch musst du kein Medic im Team haben. Also wenn wir beide jetzt sagen, wir sind einfach Sniper und setzen uns irgendwo auf den Baum, wenn ich sterbe, kannst du mich trotzdem wiederbeleben. Weil wir einfach im Squad sind. So einfach diese Gruppe, diese Gruppendynamik ist dadurch besser, sag ich mal. Dieses Team, dass man sich halt als Team ganz halt reviven kann quasi. Aber als Medic machst du halt immer noch deinen Job. Und wie gesagt, ich finde es besser, dass es halt jetzt länger dauert, jemanden zu reviven, weil das war in den alten Battlefields immer das Problem, dass echt ein Medic sich irgendwo verstecken konnte und einfach die Leute fallen um und der heilt die einfach die ganze Zeit. Das war in Bad Company 2, war das richtig schlimm. Und ich bin halt ein Medic-Spieler, deswegen habe ich das natürlich gemerkt, dass es einfach so eine Mechanik war, die dann krass ausgenutzt wurde. Natürlich auch von mir, weil klar, es ist im Spiel, also mache ich es.
Klar, die ganzen Waffen wurden ein bisschen geändert. Also der Medic hat eine andere Waffe jetzt als früher und sowas. Also viele Waffen sind natürlich jetzt moderner als in Battlefield 1, weil es jetzt World War 2 ist quasi. Und aber es macht immer noch sehr viel Spaß, selbst mit den Glitches. Ich hatte einen Bug, habe ich einmal im Singleplayer und im Multiplayer beides den gleichen Bug gehabt, dass man irgendwann nicht mehr mit der Waffe über Kimme und Korn ziehen konnte. Also Okay. das Bild war ein bisschen verrutscht. Du machst Kimme und Korn und das ganze Bild, musst du dir vorstellen, war einfach mal so, ja, so 30% nach oben. Das heißt, du hast nichts gesehen. Du hast einfach die Waffe vor dir gehabt. Das Das ist Scope strange. war irgendwie nicht mehr im Bild zu sehen. Und denkst du so, ja, super, wie soll ich so schießen? Ich kann nicht zielen. Also, das hatte ich zweimal. Interessanter Bug. Ja, das war sehr, sehr nervig. Der ging nach einer Zeit weg, einfach öfters mal die Waffe gewechselt und dann ging das wieder. Aber ja, das sind aber so Kleinigkeiten, die werden in den nächsten Wochen. Ja, das ist Die ja. haben ja sehr viel Post-Content angekündigt. Wie gesagt, jetzt im Dezember kommt schon die erste neue Kampagne und dieser Tides of War-Modus heißt der. Der ist, ich meine, das ist auch derselbe, der aus Battlefield 1 hatte auch sowas. Ich glaube, es ist auch Tides of War, wo man so quasi über mehrere Tage, also über mehrere Maps, also ein Match sind dann quasi sechs Maps, glaube ich, oder Ah, sowas. okay. Und dann am Ende wird entschieden, wer gewonnen hat. Was halt so eine riesige Schlacht quasi ist. Also da musst du ja schon 2 Stunden Zeit nehmen, weil so die Oh Matches sind Gott. halt lange von du kannst natürlich jederzeit rausgehen, aber wenn du das komplette, diese komplette Tides of War machen willst, dann dauert es ein bisschen. Dann kommt natürlich auch nächstes Jahr der Battle Royale Modus, Firestorm kommt auch noch. Und das Tolle an Battlefield ist halt, alles ist umsonst diesmal. Also man kauft das Spiel Das ist immer einmal cool. und kriegt allen. Also es ist ähnlich wie Overwatch zum Beispiel, man kauft es einmal, man kriegt alles. Keine Microtransactions, ich habe keine gesehen bis jetzt, aber das heißt Wart noch ab, nichts. Genau, warte ab. die können noch Bei Call kommen. of Duty hat man es auch gedacht und dann kamen sie plötzlich. Richtig, richtig. Es gibt auch keine Lootboxen, weil in Battlefield 1 gab es diese Chests oder so hießen sie, Weapon Chests oder so. Also es waren im Prinzip Lootboxen, die man dann später auch kaufen konnte. Die gibt es auch gar nicht fürs Level Up. Also man kriegt einfach so. Es gibt eine Currency, die man bekommt. Ja, irgendwas Geld, keine Ahnung, vielleicht Reichsmark, ich weiß nicht, was es ist. Und Reichsmark. dafür kann man sich aber so kosmetische Sachen Ja, kaufen. Also man kann verstehe. sich halt so andere Helme, andere Hosen, Skins für die Waffen. Man kann sogar die Waffen mittlerweile nicht nur einfach einen Skin drauf machen auf die Waffe, sondern du kannst jeden Teil der Waffe anders machen. Also du kannst Ah. den Griff kannst du ändern, die Schulterstütze kannst du ändern, du kannst sogar die Mündung kannst du ändern. Also ich habe manche Waffen gesehen, wo dann das Magazin golden war und die Mündung nur golden, alles andere war schwarz. Wie das customizen mag ich immer. Ja, es ist ein bisschen übertrieben, wenn es gold ist, ne? Es sieht natürlich so, wo du Naja, denkst, aber okay, Red aber Dead, da kenne ich es ja ich auch. wollte gerade Da war es sagen, ja. ich finde, nur weil ich das nicht toll finde, heißt es das nicht, dass du das nicht toll findest oder der Nächste. Deswegen, ich finde es gut, weil sie zwingen mich ja nicht, meine Waffen halb golden zu machen oder so. Ja, das Von stimmt. daher finde ich es gut. Es gibt auch viel mehr Customization. Also jeden Charakter kann man machen, wie man will. Es gibt mehrere Frauenoptionen, mehrere Männeroptionen, Sehr gut. in mehreren Hautfarben natürlich. Alles ist da, finde ich sehr gut. Ich habe noch keinen Roboterarm bekommen, den ich freischalten kann. Aber schade, Deswegen, vielleicht kommt er noch. ich denke mal, ich habe ihn noch nicht gesehen. Viele Quests, die man machen kann, immer am Anfang, um mehr Geld zu bekommen, neue Items, neue Skins. Also finde ich super, weil das hat mich bei Battlefield 1 ein bisschen gestört, dass man gezwungen war, wenn man zum Beispiel in einem der Add-ons von Battlefield 1 hat man die Russen gespielt und wenn man da den Sniper gespielt hat, war man dann eine Frau zum Beispiel, immer. Da gab es keine andere Ah. Wahl. Also wenn man die Frau spielen wollte, konnte man nur als Russe auf der Map Sniper, quasi, das war's. Und jetzt sagen sie halt, du kannst machen, was du willst. Du kannst dein ganzes Trupp als Frauen machen, wie du möchtest, quasi. Warum nicht gleich so? Und das finde ich gut, auch wenn es, wie gesagt, nicht akkurat ist mit der Geschichte, Ja, aber wie ist doch gesagt, egal. das ist Ist doch egal. ja, im Multiplayer ist es eh Fantasy, von daher, weil da Eben, können die ja. Deutschen auch plötzlich gewinnen, den Zweiten Weltkrieg, von daher, ne. Eben. Aber wie gesagt, ich bin sehr positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt. Ich will jetzt nicht sagen, Das dass weiß es nicht. mein absolutes Superspiel ist, aber ich finde, es macht Spaß, weil Battlefield hat immer diese What the fuck-Momente. Einfach, wie gesagt, wenn man steht irgendwo rum und plötzlich kommt ein Panzer von der Wand, wo man dran steht, plötzlich durchgebrochen und keine Ahnung, die Hölle geht los. Das sind so diese tollen What the fuck-Battlefield-Momente, die meiner Meinung nach kein anderes Spiel hat in dem Genre, weil einfach, ja, Black Ops ist halt mehr auf schnelles Töten und das ist halt Ja, so. das stimmt. So kleine Geschichten passieren in jedem Match. Und es gibt wirklich, jedes Match passiert irgendwas Lustiges, wo du echt denkst, boah, wie geil. Das ist also auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, wenn man auf Shooter mit groß und vor allem, was ich to toll bei Battlefield finde, also bei mir ist es auf jeden Fall so, mir ist es meistens egal, ob ich gewinne oder verliere. Weil es macht mir einfach Spaß, selbst wenn ich verliere. Also ich habe, glaube ich, zweimal gewonnen und sonst nur verloren die ganze Zeit meine Matches.
die Matches sind so groß, dass es da ich als Alleiniger natürlich nicht viel entscheiden kann. Ein Squad kann vielleicht nochmal entscheiden, wenn es die ganzen Punkte einnimmt. Aber es macht einfach Spaß. Deswegen, das spricht für das Spiel. Auf jeden Fall, deswegen. Das ist bei anderen Spielen, bei so einem Overwatch oder so, da ärgere ich mich, wenn ich verliere. Aber hier, da habe ich einfach meinen Spaß. Selbst wenn jeder macht sein eigenes Ding. Klar, manche machen nicht das, was sie machen sollen. Die liegen dann irgendwo rum und snipen. Hey, wenn das deren Spaß ist, dann ist es halt so. Es ist halt kein Competitive Game. Das ist halt so ein... Es ist schon irgendwo competitive, du willst schon irgendwie versuchen zu gewinnen, du machst deine Mission und dies und das, weil du dann mehr Punkte, mehr XP bekommst, wenn du die das Objective spielst, aber es ist halt jetzt kein MLG Pro oder was weiß ich, was es da Turniere gibt mit 64 Spielern gegen 64 oder sowas. Also ist auf jeden Fall gut gemacht. Also, solange es Spaß macht, ist es doch cool. Ich freue mich, dass es dir so gut gefällt. Ich bin offen. Anscheinend haben sie sich sehr viele Gedanken gemacht, dass Spiel an den schönen Stellschrauben ein bisschen anziehen, besser machen, neue Sachen reinfügen. Auf jeden Fall cool. Die haben auf jeden Fall genug geändert, dass ich sage, dass das Spiel sich lohnt, auch wenn man Battlefield 1 gespielt hat. Als Fan natürlich sowieso, aber für jemanden, der sagt, ja, das sieht eigentlich genauso gleich aus, nur mit anderen Waffen, würde ich sagen, nein, spiel es einmal, weil das Spiel hat wirklich viele Kleinigkeiten, die das Spielprinzip ändern. Also, manche Sachen sind natürlich schlechter geworden, würden einige sagen, aber ich finde, ja klar, das ist natürlich, ein paar Sachen sind schwerer geworden, man regeneriert zum Beispiel kein Leben mehr, ähnlich wie bei Black Ops, das haben sie auch da weggenommen, man muss immer ein Medikit nehmen, man hat immer eins dabei, es sei denn, man ist Medic, dann hat man natürlich unendlich und der natürlich ist der Plan des Medics, dass er diese Medkits weiter verteilt, wenn du deins benutzt hast, dass du direkt wieder ein neues bekommst quasi und das finde ich gut gemacht, also ich muss auch taktisch überlegen, wann schnell quasi in Deckung gehen, dich heilen, man stirbt nicht so schnell wie bei Call of Duty. Von daher, das sind so Kleinigkeiten, wo ich auf jeden Fall sage, als, ich meine, die Battlefield-Fans unter unseren Zuhörern, die haben es eh schon dreimal gekauft, aber auch Leute, die vielleicht nur One gespielt haben und sagen, ja, das ist ganz cool, aber ich brauche das Neue nicht, würde ich jetzt sagen, wenn ihr irgendwann mal die Möglichkeit habt, das vielleicht günstig zu kaufen oder... Schaut mal rein. Genau, EA Access kann man sich auch günstig kaufen für einen Monat, dann kann man das 10 Stunden anspielen. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich glaube, ihr werdet auch positiv überrascht werden. Und ich bin, muss tatsächlich sagen, ich bin halt nicht so der Fan von Fahrzeugkampf. Ich weiß, das ist komisch, warum spiele ich Battlefield, weil das eigentlich genau das ist. Eigentlich schon. Ich bin mehr immer so der Soldier, also, aber ich finde es trotzdem cool, wenn dann plötzlich ein Panzer vor mir steht und ich kann ihn theoretisch zerstören. Deswegen, und das ist in dem Spiel bis jetzt kleiner geworden, aber das kann sich vielleicht noch ändern in den nächsten Updates und den nächsten Maps. Vielleicht liegt das einfach nur in den Maps. Ja, es wird ja wachsen. Genau, genau. Wie gesagt, alles umsonst, kein Season Pass, keine Premium-Version gibt es diesmal, deswegen alle werden mitgenommen. Daumen hoch, selbst wie EA. Ja, selbst wie EA, das ist eigentlich mal ein Schritt, weil all die Jahre waren es immer Add-ons, deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Die haben es eigentlich geschafft. Ja, cool. Call of Duty hat es noch nicht geschafft, aber vielleicht irgendwann mal. Von daher. Hoffen wir mal. Hast du sonst noch was gespielt? Nee. Gut. Ich glaube, Red Dead und Assassin's Creed, hallo. Die wie soll ich denn da noch was anderes spielen? Das stimmt. Die beiden sind schon zu viel eigentlich. Ja, zwei Open-World-Spiele verstehe ich. Ich habe auch, doch, ich habe noch was gespielt. Das habe ich auf meinem Stream gespielt. Crash Bandicoot. Habe ich das Remaster. Das erste habe ich jetzt durchgespielt. Und ich muss sagen, boah, sind die schwer, die Spiele. Ey, Alter, sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Man glaubt das gar nicht. Also ich glaube manchmal, dass das vielleicht ein bisschen an dem Remake liegt, dass es manchmal... Die Hitboxen vielleicht irgendwie falsch gemacht sind. Ich weiß es nicht, weil manchmal rutscht man irgendwie so an der Ecke ab und das. Klar, es kann natürlich an mir liegen. Irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, dass ich einfach ein bisschen weiter reinlaufen muss in die Box und nach dem Motto. Also ich kann nicht direkt an der Ecke stehen bleiben, sondern ich muss direkt nach vorne laufen, damit ich auf jeden Fall drauf lande. Aber ja, ich denke, die waren einfach damals zu schwer. Ja, ich denke auch. Kommt da dazu. Also das ist echt, es ist nicht lang das Spiel. Ich glaube, ich habe das in 2 Tagen durchgespielt und ich streame immer so 3 Stunden, also 6 Stunden habe ich etwa gebraucht. Mit 1000 Mal sterben natürlich. Also es ist wirklich, für Plattforming-Fans ist es wirklich schwer. Ich glaube, der zweite, dritte ist deutlich einfacher als der erste. Aber ja, ist trotzdem ein sehr geiles Remake für Fans von damals. Ich habe ja damals den zweiten als Kind gespielt, weil den ersten habe ich auf keinen Fall gespielt. und den dritten kenne ich auch nicht. Deswegen, ich freue mich drauf und werde wahrscheinlich dann jetzt nächste Woche den zweiten dann spielen und dann danach den dritten. Ich mag diese Spiele, muss ich tatsächlich sagen. Diese ganzen Remakes finde ich sehr toll. Ich freue mich auch auf Spyro, das werde ich mir auch dann irgendwann kaufen. Oh, da habe ich auch viel Gutes gehört. Richtig, habe ich nie gespielt. Und dann natürlich auch hier Medieval freue ich mich drauf. Oh ja. Spiele, die ich nie gespielt habe, jetzt als Remake, weil klar, die Remastern wäre ein bisschen komisch. Deswegen finde ich es gut. Also ich hoffe, es gibt ja noch so ein paar Spiele aus der PS1-Generation, die, sage ich mal, geliebt waren. Eben.
Ich hoffe, die werden alle geremaked, weil die Art von Remake ist sehr geil, weil du kriegst eine Disc und hast drei Spiele, also die komplette Collection. Klar, es gibt mehr Crash Bandicoot-Spiele, aber das sind die richtigen. Es gab ja danach dann noch ein paar, die nicht mehr so gut sein sollten. Und für Achievement Hunter, Trophy Hunter, jedes Spiel hat seine eigene Platin-Trophy beziehungsweise 1000 Achievement. Ah, sehr cool. Also die Collection hat 3000 Achievement-Punkte. Sind natürlich schwer zu holen, also viel Spaß damit. Ich habe jetzt 500 Punkte okay, für das erste Spiel. Okay, das ist der Haken bekommen. Also. Ja, ja, die sind halt wirklich schwer. Also, da musst du wirklich Speedruns machen und alles perfekt spielen. Ich sag mal, wenn man das Spiel, denke ich mal, ein paar Stunden am Stück spielt und die Levels dann irgendwann mal auswendig kann, dann ist das kein Problem. Aber da hatte ich jetzt persönlich, ich habe 500 Punkte gemacht, das reicht mir. Ja, wir sind zu alt, wir können ich das glaube, ich habe keine Zeit, ich muss meine Spiele immer durchspielen. Ich versuche so viele Punkte wie möglich zu machen. Aber trotzdem, für Leute, die halt sowas gerne machen, Achievements, ihr habt echt, für dieses Paket, dafür, dass Crash 30 Euro kostet, kriegt ihr extrem viel geboten. Also ihr kriegt drei volle Spiele in Remix mit sogar zwei extra Level, die es noch nie gab. Die sind komplett neu. Super gut. Und so viel ich weiß, ich bin mir da aber nicht 100% sicher, waren diese Levels aber schon mal in Entwicklung bei Naughty Dog. Also okay. Die wurden nie zu Ende gebracht oder nie ins Spiel gebracht und die Firma hat die quasi genommen und hat sie zu Ende gebracht. So, habe ich find das ich verstanden. Cool. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen so ist, beide Levels das sind, aber es ist trotzdem cool. Das ist auch was für Crash Bandicoot-Veteranen quasi, die das Spiel auswendig können schon, haben die auch nochmal zwei neue Levels, die richtig schwer sind. Also ich habe das eine probiert und habe 30 Leben gehabt. Und ich habe es nicht geschafft. Oh Gott. Ich bin wirklich kurz vorm Ende sind mir die Leben ausgegangen und hatte ich keine Lust, dieses Level nochmal von neu zu machen. Also ich müsste eigentlich nochmal meine Leben farmen und dann nochmal probieren. Hast du jetzt von Crash oder von Battletoads geredet? Naja, das ist, ich bin gespannt, wie das neue Battletoads wird, ob das auch so schön wird. Ja, mal gucken, ey. Aber ja. Ich hoffe, alles andere wäre eine Enttäuschung. Ja, das stimmt. Aber ich finde es gut, dass es schwer ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich will ja keinen Kiddie-Mode oder sowas drin haben. Sie haben das Spiel so identisch gelassen. Sie haben da keinen Easy-Mode eingebaut oder sowas. Das Spiel ist 1:1 wie das Original. Es sieht einfach nur anders aus. So muss es sein. Und das finde ich gut, weil das ist wirklich ein Remake. Also sowas wie Resident Evil 2 ist zum Beispiel kein Remake, das ist schon fast ein Reimagining, weil die halt viele Sachen ändern. War ja auch bei Resident Evil Remake quasi beim Original. Das ist ja auch, die nennen es zwar Remake, es ist ja auch im Prinzip dasselbe, aber die haben halt viele Sachen verbessert, die halt schlecht waren zum Beispiel, oder auch ein paar Sachen geändert, damit die Veteranen auch was Neues erleben, weil ja, das stimmt. Genau sowas wird auch Final Fantasy VII Remake, das wissen wir alle, das wird nicht Final Fantasy VII, was wir kennen, es wird ein komplett anderes, also es wird nicht ein komplett anderes Spiel, aber es basiert auf Final Fantasy VII, wird aber anders spielbar sein. Finde ich aber gut, solche Remakes, also die hätten natürlich ein paar Sachen bei Crash Bandicoot ändern können, vielleicht haben sie auch ein paar Sachen geändert, vielleicht, ich weiß es nicht, da bin ich halt einfach kein Kenner. Aber ich finde so Sachen wie den Schwierigkeitsgrad, wenn das Spiel so schwer war wie damals, dann soll es auch so bleiben. Also solche Sachen sollte man nicht ändern. Auch. Kleinigkeiten kann man immer gerne ändern. Ich glaube, das Einzige, was neu ist in Crash, ist, dass du jetzt auch seine Schwester, ich weiß es nicht, dass man die auch spielen kann. Also die kann man im ersten Teil freischalten, was halt das natürlich nicht ging. Die hackt sich quasi in eine Zeitmaschine und hackt sich in das Spiel rein. Das ist die Story dahinter. Ist auf jeden Fall lustig. Und ja, also auf jeden Fall für jeden, der 3D-Plattformer mag, würde ich sagen, auf jeden Fall Crash für 30 Euro. Kann man nichts falsch machen, gibt es für jedes System. Super Spiel. Und wer weiß, vielleicht, das gibt es bestimmt mittlerweile auch schon billiger, dementsprechend kriegt man viel für sein Geld. Coole Sache, wenn man sowas mag. Ja. Auf jeden Fall. Aber das war es dann auch für mich so für diese Woche von Zocken her. Bevor wir in die News gehen, wollte ich noch ganz klar erwähnen, wir hatten ja jetzt Black Friday. Den großen Black Friday. Oh ja. Und ich muss sagen, der Black Friday ist ja jetzt auch schon so seit ein paar Jahren, gibt es den ja auch bei uns in Deutschland. Das ist ja so ein amerikanisches Fest, sage ich schon, oder Ritual, das mittlerweile so rübergeschwappt ist. So Amazon und sowas macht das auch. Aber dieses Jahr, muss ich sagen, es ist ja richtig explodiert. Also ich hatte echt den ganzen Freitag lang, habe ich die ganze Zeit E-Mails bekommen von allen möglichen Internetseiten, wo ich irgendwie was kaufe. Oh, nach dem Motto, hey, Black Friday, Black Friday, Black Friday. Und das hatte ich letztes Jahr nicht. Also das war dieses Jahr vor allem von deutschen Seiten. So Saturn, Mediamarkt haben ja richtig übertrieben. GameStop und alles. Und ja, ich war auch freitags unterwegs und bin dann mal ein bisschen in die Läden gegangen. Was hast du denn Schönes ergattert? Ja, es ist auf jeden Fall nicht so brutal wie in Amerika. Also wenn man Videos kennt, stimmt, von amerikanischen Black Friday, wo die Leute sich quasi, wo glaube ich immer fünf Leute sterben, so nach dem Motto. Es ist bei uns relativ normal, aber trotzdem. Gesittet. Ja. Ich war so gegen 11, ja, so 11, halb 12 war ich in der Stadt, in Saturn, Mediamarkt und GameStop.
War schon voll für die Uhrzeit, muss ich auf jeden Fall sagen. Dafür, dass es kein Feiertag bei uns ist. In Amerika ist es ja ein Feiertag, das heißt, da haben viele Leute frei. Aber trotzdem, es war schon sehr voll. Was ich ergattert habe, das wird dich freuen, Dark Souls Remaster habe ich mir gekauft. Oh, ja. Super gut, guter Mann. Daumen hoch. Das war so günstig, da konnte ich dann eigentlich nicht Nein sagen. Ich dachte, das hast du schon. Nee, das war das Einzige, was mir noch gefehlt hat von denen. Ach so, die anderen hatte ich, aber ich meine, ich habe es schon mal gespielt, das Original, aber halt die Dark Souls Remastered habe ich jetzt nicht gespielt. Verstehe. Deswegen, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Sehr gut, sehr gut. Dann habe ich mir The Long Dark, das ist so ein Survival-Game. Ja, ja, ja. Da muss ich sagen, das habe ich gekauft, weil es nur 10 Euro gekostet hat. Deswegen habe ich gesagt, komm, kann man sich mal angucken. Ne? Für 10 Euro kann man nichts falsch machen und es soll nicht schlecht sein. Ich habe mich vorher informiert, es soll nicht schlecht sein. Dementsprechend dachte ich mir, okay. Und zusätzlich habe ich mir, das habe ich mir online gekauft, also das waren zwei Spiele, die habe ich beim GameStop selber gekauft im Laden und dann habe ich mir online noch ein Schnäppchen gekauft und zwar ein Anime-Spiel, Sword Art Online Fatal Bullet heißt es, glaube ich. Ah, okay. Das war auch für 15 Euro habe ich das gesehen, deswegen habe ich es mir gekauft. Ich kenne den Anime, also ich habe die erste Season gesehen, aber nicht die, worauf das Spiel basiert, nur die davor. Immer ein Anime, den ich sehr interessant fand und wo ich dachte, das wäre eigentlich perfekt für ein Videospiel, weil es ist ein Videospiel in dem Anime. Ja, das aber das Spiel soll, die vorigen Spiele sollen nicht so gut gewesen sein, deswegen habe ich da mal die Finger gelassen von, die waren dann so für PSP und sowas. Aber Fatal Bullet soll gar nicht mal so schlecht sein. Also es ist nicht ein super Spiel, wo ich sage, boah, das muss jeder Mensch gespielt haben. Aber für ein Anime-Game hat das relativ gute Wertungen bekommen, so 7 und 8 habe ich sogar gesehen. Natürlich auch. Echt? Also okay. So zwischen 6 und 8 war immer so die Wertung. Also nicht, klar, es gibt immer eine Seite, die sagt, das ist Dreck, die andere sagt, das ist der beste Shit ever. Gibt's immer, aber so vom Durchschnitt, wenn du so Metacritic guckst, dann sind das so 70 ungefähr, 65, 70 sowas. Das ist ja für ein Anime-Game, für Fans dann genau. Packen dann nochmal 10% Richtig, und ein Kollege von mir hat das auch gespielt und er meinte, das ist gar nicht so schlecht. Dann habe ich mir ein paar Videos dazu angeguckt und dachte mir so, ah ja, wenn das mal günstig ist, wollte ich es mir kaufen und mir angucken und wie gesagt, habe ich mir online bestellt, weil es günstig war für 15 Euro, dachte ich mir, kann ich nicht viel falsch machen. Da ich ja Sammler bin, ist das dann für mich immer, hey, ein neues Spiel für die Sammlung. Natürlich. Und ich versuche halt immer so viele Genres wie möglich zu haben in meiner Sammlung. Und ja, ich denke mal, nächste Woche werde ich bestimmt erzählen, was ich von dem Spiel halte. Ob ich es dann durchspielen werde, mal gucken, aber ich werde es auf jeden Fall anspielen. Das ist wenigstens. Genau, genau. Ich gebe dem Spiel auf jeden Fall eine Chance, weil, wie gesagt, viele Anime-Games haben mich tatsächlich meistens sehr überrascht. Also diese Sword Art Online, davon gibt es ja auch so viele. Ja. Ich hatte da immer zu viel Respekt vor, da ich wusste nicht, wo steige ich richtig, da am besten richtig. Ein. Deswegen habe ich einfach die Finger vorgelassen. Ich weiß auch nicht, wo das spielt, ob das die Story ist, ob das irgendwie ein Spin-Off ist. Weil da sind, glaube ich, die Charaktere drin von dem Anime, aber keine Ahnung. Also ich werde sehen, ob ich damit klarkomme. Im Notfall, es ist auf jeden Fall ein interessantes Action-RPG mit Multiplayer, also mit so Dungeons und sowas. Ist halt wie so ein MMO aufgebaut. Es sieht cool aus, man kann coole Moves machen, von daher. Ich gebe dem Spiel eine Chance und die Tests haben mich quasi überzeugt, das mal mir anzugucken. Warst du unterwegs am guten schwarzen Freitag? Ah, ja, jetzt bringst du mich natürlich wieder. Jetzt bringst du in die Ecke gedrängt. Schön in die Ecke gedrängt. Na gut. Also, da ja quasi der nahende Release von Smash Bros. Ultimate bevorsteht, konnte ich wohl auch selbst ich als PlayStation Only konnte nicht anders und musste diesmal zuschlagen und musste sich eine Nintendo Switch besorgen. Nice, das wollte und ich wissen. Und ja, jetzt habe ich sie und ich bin auf jeden Fall richtig gehypt. Und das war fast schon spontan. Okay. Kauf. Ja, das kann man sagen. Also als kleine... Dank dir ist diese Spontanität gerade zustande gekommen. Und, aber ich bereue es auch nicht. Ich freue mich richtig. Und ja, war jetzt natürlich jetzt, muss man natürlich sagen, nicht so das absolut beste Angebot. Ja. Aber ein gutes. War okay. Was hast du denn? Ist das ein Standard, nur Switch oder irgendein Bundle? Nee, kein Bundle. Die Bundles wurden ja nicht reduziert. Also hast du also nur die normal. Hast du dir quasi jetzt eine Switch gekauft und hast keine Spiele dafür oder hast du dir auch Spiele? Das ist korrekt. Ah, okay. Ja, gut. Hey, immerhin, dann bist du schon mal bereit. Zumindest Smash ist auf jeden Fall vorbestellt und ich bin ready. Das ist gut. Interessant. Da hatte ich kein anderes Spiel gerade am Jucken, wo du denkst, hey, jetzt habe ich eine Switch, jetzt könnte ich mir. Hey, ganz ohne Witz, mich interessiert eigentlich nur Smash und alles andere, Zelda und so weiter. Das ist alles Bonus, kann vielleicht irgendwann mal. Okay. Kommt das mal. Also, wenn es dann günstig ist. Aber im Moment bin ich komplett fokussiert. Okay. Na gut, das ist doch interessant. Als kleine Hintergrundinformation für die Hörer, der Kave war bei mir vor kurzem und dann hatte noch nie Smash für Wii U gespielt, obwohl er halt, wie gesagt, sehr, sehr viel Smash mit haben wir immer gespielt.
Und da habe ich einfach spontan überlegt, hey, lass Smash zusammen mal spielen, so einfach ein bisschen Hype. Und ja, die Zeit ist schnell vorbeigegangen. Das stimmt, ich weiß gar nicht, wie wir haben lange quasi wir. angefangen und haben, glaube ich, 5 Stunden am Stück gespielt oder sowas, Matches Echt? Das gegeneinander. kam mir gar nicht Ja, so also lange vor. mindestens. Ja, also 4 Stunden haben wir auf jeden Fall am Stück gespielt. Das ist ja. Und die Zeit ist verflogen und das war dann halt für ihn auch so ein Punkt für den Kawe zu sagen, Das oh mein war der Gott, ich Punkt. muss zurück. Nintendo, ich komme. Ja, genau das hat mich quasi dazu veranlasst, zu Ja. sagen: Okay, fuck it, jetzt muss eine Switch Auf jeden her. Fall. Also ich habe auch, Obwohl es eigentlich. der Hype ist bei mir auch Ja. größer geworden. Also ich habe mich natürlich auf Smash gefreut und dachte mir, ja, cool, ich kaufe es mir, spiele das ein bisschen, dies und das. Nach diesem Tag dachte ich mir auch so, boah, ich kann nicht mehr warten. Ich will es jetzt Das haben. freut mich, Ja. dass ich das Feuer auch in Also, dir das entfacht hat auf jeden habe. Fall, Super der gut. Hype ist größer geworden und ja, freue ich mich auf jeden Toll. Fall. Deswegen wird es da wahrscheinlich mehr von uns geben. Sobald Smash da ist, werden wir bestimmt online und alles Wahrscheinlich, spielen. wahrscheinlich. Schauen wir mal, vielleicht kriege ich dich zu irgendeinem Streamabend oder so mal hier hin. Oder irgendwie kriegen wir das schon hin. Vielleicht. Oder über Mal online schauen. können wir auch spielen. Aber ja, so viel dazu. Ein bisschen Black Friday. Ich hoffe, die meisten haben gute Deals bekommen. Würde uns auf jeden Fall interessieren, was ihr so für Schnäppchen bekommen habt. Jo, Deswegen schreibt gerne absolut. in die Comments, was ihr habt. Ich lese mir das durch und mich interessiert es auf jeden Fall. So, kommen wir in die News. Diesmal habe ich tatsächlich nicht viel gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Kave hat mir gesagt, der hat genug gefunden, hoffentlich. Ich hoffe es. Hallo, das kannst du nicht einfach sagen. Jetzt Also, mich immer unter Druck setzen. Das ist ja wohl wir eine fangen mit Frechheit. Ankündigungen. Das ist einfacher, weil da kann es nicht viel geben. Deswegen, ja, würde ich dir direkt mal den Vortritt wieder machen. Hast du Danke, da habe ich irgendeine doch was Ankündigung? richtig, richtig Gutes. Jetzt kommt's. Und zwar hat Koei Tecmo Dead or Alive Extreme Das habe 3 ich in auch. der Scarlet Edition angekündigt. Super Ob es da eine gut. Für die. Scarlet-Version dann geben wird? Für die Xbox Ja, Scarlet? der Name suggeriert das ja Eigentlich quasi, von schon, daher ne? ist das ja nicht so unwahrscheinlich. Erscheint aber leider nur für PS4 und PS4 und Switch, Switch. ja. Allerdings wird das wahrscheinlich auch, das ist ja quasi eine erweiterte Version, die erschien ja schon, die Genau. normale 2016, glaube ich. Und das ist quasi jetzt eine erweiterte Version, aber die vorherige Version erschien ja auch nicht bei uns und ich glaube, Genau. die wird auch nicht bei Das war auch uns nur so eine erscheinen. Asia-Version, die ist auch, obwohl das Spiel auf Japan. Englisch ist. Also es gibt eine englische Man kann Asia-Version, es importieren. die man spielen kann. Die ist recht wertvoll unter Sammlern. Also ich habe auch gesehen, dass es die nicht so günstig gibt. Die kann man nicht mal eben für 20 Euro kaufen. Die ist leider was teurer. Und es gibt auch ein Free-to-Play-Online-Spiel von Dead or Alive. Und da gibt in diesem Free-to-Play-Online-Spiel gibt es zum Beispiel, ich glaube, ein oder zwei neue Charaktere, die jetzt in dieser Version auch dabei Ah, sind. ja. Interessant. Also das. Und es gibt aber jetzt schon wohl, also wenn man sich Trailer anguckt und dann die Comments sich anguckt von dem Spiel, gibt es halt Leute, die alle sagen, kauft's für Switch, weil PS4 wahrscheinlich das Spiel zensieren wird. Gibt es wohl schon so, Ja. ja, Leute, die da Hiobsbotschaften quasi sagen. Weiß man noch nicht, aber Genau, das ist es halt. Ich habe wahrscheinlich, mich immer gefragt, vielleicht. ob die das irgendwo schon angekündigt haben, dass die PS4-Version zensiert wird und die das wissen, aber ich habe nichts Aber gefunden. was will man denn zensieren? Ja, dann ist das Spiel Ich weg. Einfach ein meine, es ist schwarzer ja. Balken über das ganze Spiel oder was? Das ist doch das Spiel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, da ist halt nichts, was man zensiert. Das ist Richtig. schon eigentlich züchtig, Richtig. schon fast, im Vergleich jetzt mit für Auf anderen jeden Spielen. Fall. Und daher wüsste ich jetzt nicht, was man dann zensieren Keine Ahnung, sollte. aber. Es ist auf jeden Fall für Leute, die es nicht kennen, es ist ein tiefgründiges Oh Beach-Volley-Beispiel mit den ja, so Dating-Sim-Anleihen. ein bisschen. Und das ist ganz interessant, also mit Dead or Alive-Charakteren. Ich find's ja immer ganz Also das Casino ist gut, das gebe lustig. ich zu. Also ich habe die zwei Teile vorher, den dritten habe ich noch nicht, den will ich einfach nur haben, weil er wertvoll ist. Aber das Casino hat immer Spaß gemacht, das ganze Geld zu verspielen und der zweite Teil hat auch einen guten Wave Race-Klon, der war ganz cool. Der war tatsächlich richtig gut Echt? gemacht, auch für die 360, der Teil. Die Levels waren viel zu kurz natürlich, es gab auch nur, glaube ich, drei Levels oder vier. Aber man konnte es 1:1 wie Wave Race spielen, als wenn da Leute von Das ist Wave ja Race nett, mitgearbeitet das ist haben, ja weil die cool. Moves gingen alle gleich und sowas, wo du echt denkst, hey, ist das dasselbe Team, das an Wave Race gearbeitet hat? Das ist ganz cool, aber klar, es ist sehr viel Fanservice natürlich, also wenn ihr ein Fan von Dead or Alive Ja, seid, natürlich, ist das was natürlich. für euch auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass der dritte Teil wohl weniger Features hatte und weniger Minigames als der zweite. Deswegen vielleicht machen sie es mit der Version. Echt? Ja, tatsächlich, sie haben es geschafft, noch weniger Volleyball in das Spiel einzubauen. Das ist ja eine Frechheit. Aber es gab dann so Sachen wie Manager-Mode oder sowas, dass man dann quasi dieses Volleyball-Team managen konnte oder Ich sowas. sag ja, tiefgründig. Ja, auf jeden Fall. Super tiefgründig. Wer weiß, wenn sie daraus einen coolen Volleyball-Simulator machen würden, so mit Manage, so ein bisschen wie diese Fußball-Manager. Hey. Was will man mehr? Manager spielen und man hat einen guten Ausblick, von daher kann man sich eigentlich beschweren. Absolut.
Also ich würde spielen, wenn es genau, und wenn es zensiert wird, kauft euch die Switch-Version. Da freut sich Nintendo, absolut, von daher. Ich habe ja jetzt, ich hab ja eine Switch. Genau, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt kann ich profitieren. Jetzt endlich, die zensierten Spiele endlich kannst du alle spielen. Absolut, ja, cool, cool, ja. Dead or Alive Extreme 3. Fall, ja. Freut euch drauf. Auch gesehen. Importiert es, wenn ihr es wollt. Genau. Ich habe noch ein Spiel gesehen und ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, aber ich weiß, du bist ja ein Fan von Mac-Games. Ja, ich weiß, was du so, jetzt, was Super jetzt Robot Wars T. Jawohl, jawohl. Kennst du die Serie? Ich kenne die, da gibt es ja auch schon so ein paar von. Ja, super viele. Wie heißen die? F oder genau, keine Ahnung. V war, glaube ich, das letzte oder sowas. Die meisten davon gibt es nur in Japan. Ja. Bei dem neuen weiß man auch noch nicht, ob es zu uns kommt, aber seit dem letzten oder vorletzten Teil gibt es die auch in Englisch. Also in Asien kann man die, so eine chinesische Version ist auch komplett in Englisch, außer die Sprache. Wunderbar. Das heißt, es ist spielbar, also die Übersetzung soll wohl nicht toll sein, also. Ach, dann aber, bei so einem Spiel ist das genau, Wunsch, Hauptsache man weiß, was die Moves machen, für die Leute, die es nicht kennen, es ist im Prinzip Fire Emblem mit Max. Ja, so, ein bisschen Visual Novel. Genau, ein bisschen Visual Novel, also so ein bisschen auch, aber was cool an dem Spiel ist, und ich musste mich auch ein bisschen reinlesen, weil ich kannte Super Trolls, aber ich wusste nicht, dass da auch offiziell Gundams drin sind und Cowboy Bebop ist jetzt in dem neuen drin. Ja, das ist ja mega und gut. Auch Gurren Lagann war schon mal drin, also im Prinzip ist das so ein Mischmasch, so ein Crossover zwischen allen Mac-Spielen, die ihr kennt. Wobei, gut, das ist ja fantastisch. Cowboy Bebop jetzt nicht unbedingt für Max bekannt ist, muss man sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber man kann dieses Raumschiff von, ich glaube, Swordfish heißt das Schiff, glaube ich, das kann man spielen oder ist ein Charakter quasi. Finde ich cool, erinnert so ein bisschen an die Cross-Zone-Spiele für den 3DS, wo du auch dann so Sega, Nintendo, Capcom und Namco-Charaktere hast. Also quasi Dante kann dann mit Chun-Li zusammen, ja gut, das ist Capcom, Dante kann mit hier Tales of Vesperia, Yuri quasi zusammenkämpfen und solche Sachen. Das war auch so ein Crossover zwischen diesen vier Firmen quasi. Und dann von Nintendo kam halt noch Fire Emblem-Charaktere dazu im zweiten Teil. Und genauso hört sich das an. Es sieht halt sehr cool aus. Die Animationen sind sehr übertrieben, sehr, sehr Anime, aber für Mac-Fans. Für mich war es kein Wunder, dass du das Spiel kennst. Für mich ist das relativ neu, weil wieder ich kannte das Spiel immer. Da gab es auch ein paar Spin-Offs, wo man nicht mit dem Max spielt, nur mit dem Piloten. Oder zwei dieser Piloten gab es dann da. Das hieß ein bisschen anders, aber es war von derselben Firma. Ist sehr cool. Also ich werde es mir wahrscheinlich besorgen, wenn es nicht nach hier kommt, werde ich es mir wahrscheinlich in Asien kommen, weil ich wusste nicht, dass das so krass crossover-mäßig ist. Das sogar in irgendeinem Teil gab es auch die von Neon Genesis Evangelion. Ja, ja, das ist richtig gut. Das ist also richtig cool. Sehr cool. Und da sind bestimmt noch viel, viel mehr drin, von denen ich gar nichts weiß. Also im Prinzip ist da alles, was ihr von Max aus Anime oder Videospielen kennt. Ich weiß gar nicht, gibt es auch irgendwie Jehuti oder sowas da drin von Zone of the Enders? Das wäre auch perfekt für so ein Spiel. Das wäre auch mega. Also, das Spiel gibt es noch nicht. Vielleicht kommt da noch mehr dazu. Ich weiß nicht, wie Konami da mittlerweile ist. Ich meine, Snake ist auch endlich wieder zurück. Von daher, wer weiß. Es ist schon sehr cool inszeniert. Ja. Also die Kämpfe, das ist schon sehr spektakulär. Also das gefällt mir schon richtig gut. Erscheinen soll es auf PlayStation 4 und Switch. Und hoffentlich erscheint das bei uns und wenn nicht, dann wie gesagt, es ist englisch spielbar. Also für die Leute, die Englisch können, könnt ihr auch den letzten Wii, gab es auch für PS4. Und ich könnte mir vorstellen, dass da der jetzt für Switch kommt, wird wahrscheinlich der Wii auch nochmal für Switch kommen, irgendwie als Complete Edition oder vielleicht Collection oder sowas. Also für Mac-Fans und für Strategiefans, wenn ihr Fire Emblem mögt und Max, bam, das ist das Spiel für euch. Dann habt ihr also habt das, alles, das perfekte Spiel für euch. In einem Paket. Auf jeden Fall. Super gut. So, hast du noch was? Ja, ich hoffe, du hast deine Badehose eingepackt. Unknown Worlds Entertainment hat das Unterwasser-Survival-Game Subnautica für PS4, Xbox, quasi für den 4.12. als Download und für den 7.12. als Disc-Version quasi angekündigt. Und das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Ja. Ich mag ja so Survival-Games und im Wasser, da gab es jetzt auch noch das nicht stimmt. So viel. Ich habe Gutes über das Spiel gehört. Ich habe das halt mal so ein bisschen geguckt auf YouTube, so ein paar Let's Plays habe ich mir angeguckt. Das ist ja richtig tief, so die Early Access-Version damals. Das war ja sehr lange. Richtig. Das ist ja schon richtig lange. Ich erinnere mich, ich glaube, vor 2 Jahren habe ich mir das mal angeguckt oder sowas. Und das, ich habe, weil das hat jetzt sogar eine Story oder sowas, habe ich gehört. Also es soll ziemlich gut sein für ein Survival-Game. Bei mir ist es natürlich immer so, also dass es Disc bekommt, finde ich natürlich super. Aber ich glaube, das ist für mich schon so wie so ein Horrorspiel. So dieses unendliche Tiefen, man weiß nicht, was da unten ist. Das ist so ein bisschen, das ist so eine kleine Phobie spannend. Von mir, muss ich tatsächlich sagen. Echt, ja, ohne Scheiß. Also, echt? Das ich schwimme lieber in einem Schwimmbad als in einem See, weil man nie weiß, was da ganz unten wartet.
Ich finde, das ist super gut. Sowas gab es Das halt stimmt. nicht so oft, Fand ich so auch. Man kann Unterwassergrusel. sich halt Bisschen. Aber so. es ist ja eigentlich gar nicht so Nee, gruselig. irgendwie, aber man weiß ja nicht, was da unten ist. Und ich weiß nicht, wie das im Spiel ist, ob es da Ich irgendwelche will natürlich will Ungeheuer jetzt gibt nicht oder so. sagen, ich will ja natürlich die Ja, Spannung ja. noch halten. Vielleicht ist da ja was. Genau. Ein Ich hoffe, mega dass da irgendwas Monster. ist. Aber es soll gut sein und ich bin nicht der größte Fan von Survival Games, aber so ein paar gucke ich mir Kann ich an, auf jeden Fall. verstehen. Also ich gebe denen immer eine Chance. Eins meiner Lieblings-Survival Games ist Don't Starve zum Beispiel, weil es schön simpel ist Ja, und ich die Firma mag. sonst aber Deswegen super. habe ich da mal Interesse. Oder Flame in the Flood habe ich vor kurzem sogar durchgespielt. Das hat mir ziemlich gut gefallen, weil es halt sehr simpel und das heißt, das war so mein erster Schritt in diese Survival-Welt und jetzt kann ich quasi etwas Krasseres nehmen und Subnautica ist, glaube ich, deutlich schon höher. Aber wusste ich nicht, dass es auf Disc kommt. Ich weiß, dass es das für Xbox tatsächlich schon gibt, aber auch nur im Early Access, also im Preview. Das heißt ja Ach so, Preview-Programm. okay. Also die Vollversion gibt es noch nicht digital, aber Disc ist immer, das gefällt mir immer, deswegen werde ich das bestimmt irgendwann mal kaufen. Das freut mich doch. Da. Und ich auch, ich werde es Das auch ist holen. sehr cool. Hat es Multiplayer? Ja, ich denke, Also im Prinzip könnte man sagen, das ist so eine ja. Art Hat No Man's es? Sky im Wasser. Ja, So ein bisschen. gibt es, das ist doch mal was Ja, auf Cooles, jeden also Fall. bitte. Deswegen. Das gibt's halt nicht. Deswegen. Das gab es ja vorher nicht. Und deswegen Sehr finde ich es cool. immer cool. Und Unterwasserwelten sind immer das Ja, Unerforschte, genau. was lauert in den Tiefen. Das finde ich immer cool und Ist ja spannend. heutzutage noch so. Da gibt es ja immer noch Tiefen, die wir nicht kennen, quasi als Eben, auf eben. unserer Welt. Dead Space quasi und Ja. im tiefen Ja, Meer. sehr, sehr cool. Ah, freue ich mich auf die Disc. Bin ich sehr gespannt. So, jetzt gucke ich noch, ob ich hier noch eine Ankündigung habe, ob das alles Dann komme ich durchfällt. hier, wenn du schon mal rumguckst, Ja, dann bin ich hau mal wieder dran. raus, Und zwar weil ich Sega hab hier noch hat einen. Blade Arcus Rebellion vom Shining, Ah, also ja. Fighting Game angekündigte PS4 und Switch, mit Charakteren aus der Shining-Serie, die ich jetzt nicht kenne, die kennst du Shining, bestimmt. das ist aus dem neuen Shining Force, glaube ich, hießen die Spiele. Kenne ich persönlich auch nicht. Ich weiß nur, dass es gibt einen neuen Teil. Resonance heißt der. Nee. Heißt nicht Shining Resonance, dieses ganz neue, ne? Ja, doch, doch, Genau, doch, das ist doch. und da sollen, glaube ich, auch Charaktere jetzt in dieses Fall, weil das Fighting gibt es schon. Also, es gibt eine vorige Version von dem Spiel. Das ist jetzt die nächste Version. Das ist quasi das Super Street Fighter 2, so nach dem Motto. Weil das für PS4 gibt es das Spiel schon. Ich glaube nicht bei uns. In Japan gibt es das auf jeden Fall. Und das ist jetzt quasi das neueste Update davon. Mit Charakteren aus dem neuesten Spiel. Schade finde ich, weil das neueste Spiel gibt es für die Xbox, aber das Fighting Game wird nicht für Xbox angekündigt. Aber das ist ja auch eine News aus Japan. Deswegen, das Spiel ist offiziell noch Ja. nicht für Europa und den Westen angekündigt. Deswegen hoffe ich immer noch, dass Sega, weil Sega ist eigentlich cool mit Xbox. Deswegen hoffen wir, dass es da kommt. Oder ich hoffe es. Ich unterstütze es auch. Sega, wenn ihr mich hört, ich kaufe es. Ja, Sega und Microsoft, die sind Ich noch kaufe cool, alle solange eure immer. Anime-Spiele für Xbox. Das ist mein Plan, alle Anime-Xbox-Spiele zu haben. Ist nicht viel, das muss ich dazu zugeben. Ist keine große Ja, Sammlung. immerhin, ey. Klein Aber Vieh hey, macht auch nicht. wenigstens einer unterstützt es, von daher. Aber Finde ich ja, doch gut. mehr Fighting Games finde ich immer gut. Ich als riesen Fighting Game-Fan spiele eigentlich, ich glaube, fast alle Fighting Games spiele ich. Ja, eben, deswegen habe ich es Deswegen, erwähnt. ja, freut mich. Extra für Freut dich. mich, freut mich. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich habe noch, ja, zwei Sachen habe ich noch gefunden. Etwas Kleines. Nicht Battlefield. Battlefront 2. Das gehasste Star Wars-Spiel, was aber. Okay, ich komme gleich wieder, ne? Du Ja, erzählst das ruhig. Spiel, was leider als Star Wars-Fan immer noch ein verdammt cooles Erlebnis ist, weil es Star Wars ist, weil sie einfach die Musik, die Grafik, die Soundeffekte sind einfach geil. Kriegt endlich die Clone Wars. Wir haben einen Trailer gesehen und ich muss sagen, der Trailer sieht sehr cool aus, auch wenn ich das Spiel nicht unterstützen will. Aber ich besitze es natürlich als Star Wars-Fan, leider. Aber ich habe es gebraucht gekauft, von daher. Aber ja, Obi-Wan Kenobi kommt jetzt als neuer Hero, der junge Obi-Wan Kenobi natürlich. Weil General Grievous ist schon gekommen, jetzt aber auch die kompletten Clone Wars Maps sind drin und auch wenn die ersten Filme nicht die besten sind, aber die Clone Wars, diese Druiden und sowas, das ist schon cool und das im Spiel ist schon sehr cool. Bin ich ein bisschen gehypt, muss ich tatsächlich sagen. Also ich werde es mir bestimmt angucken. Das Update kommt jetzt Anfang Dezember. Sieht cool aus. Kann ich anders nicht sagen. Es tut mir leid. Ich wollte es nur erwähnen. Ich sag Es dazu sieht leider nichts. cool aus. Als Star Wars-Fan, Es sieht leider ja, cool das aus. es tut halt weh, weil das Auch Spiel eine so eine blöde Ansage. Geschichte hinter sich hat. Deswegen, aber Ah. ja, das Spiel macht leider Spaß. Das kann ich nur dazu sagen. Na gut, das lassen Es wir ist mal kein so stehen. Battlefield, aber es ist leider geil. Ja, hast du noch was? Eine Sache habe ich noch. Ja, ich habe noch was. Rare Drop kündigt ein schönes Spiel an, Warborn. Ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Max. Und
mit Einzelspielkampagne und 1 vs 1 Online-Modi. Es ist quasi oldschool, es Ja. ist so 90er-Jahre-Anime-Charme hat Aha, es. cool. Auf Hexagon-Feldern und Ah. das sieht ganz, ganz interessant aus. Sehr cool. Erscheinen wird es für was wird es erscheinen? Wahrscheinlich für PC. Wieso steht das denn hier nicht? Ich dachte, ich Also bestimmt hätte mindestens PC, vermute ich mal. es. Ja, aber auch für Konsole. Mist, wieso habe ich Da, es hier da, da. nicht? Egal. Also, Auf jeden Fall, es kommt es sieht raus. ganz nett aus. Es sieht schön oldschoolig aus Okay, und ich mag ja Warborn. schon rundenbasierte Strategiespiele. Okay. Und Max, Ja, wieder die die Macs Max, die sind, sind die sind anscheinend am überall Kommen. Ja, die vertreten. kommen jetzt wieder. Und deswegen finde ich es ganz, ganz Sehr cool. cool. Gucke ich mir mal Ist an. nett. Warborn. Ich mag ja auch sehr viele diese Strategie-RPGs quasi, so Hexagon und sowas. Das ist ja wirklich oldschool Hexagon. Sowas wie Fire Emblem oder so. Mag ich immer sehr. Deswegen gucke ich es mir gerne an. Ja, Macs sind immer cool. Von daher, auf jeden Fall. Okay, hier habe ich den Nachtrag PS4, Xbox und Switch, Also also alles. für alle Okay. Konsolen. Keine Also, Sorge, alles okay. gut. Gut, gut, gut. Perfekt. Müssen wir kein Update machen nächstes Mal. Puh, Nochmal Glück dann gehabt, mache ich mal genau. egal. Ich habe noch eine letzte Sache, ein Spiel zu einem Anime, den ich sehr liebe, der mittlerweile. Ich gucke nicht viele Animes, aber von denen, die ich geguckt habe, ist das tatsächlich mein absoluter Lieblingsanime und das ist Kill la Kill. Ich weiß nicht, ob du den Anime kennst. Das ist. Nee, gar Ich sag mal nicht. so, wenn Platinum Games ein Anime machen würde, dann wäre das der. Weil der ist so Wow. abgefahren und so gut animiert und so coole Action, dass du direkt denkst, oh mein Gott, das könnte von Platinum Games sein. So verrückt ist das Spiel. Wie Kill heißt La das? Kill heißt das. Ist Kill natürlich la auch viel Kill. Fanservice drin, der am Anfang ein bisschen, weil die halt sehr oft halbnackt werden, beziehungsweise wenn Natürlich. der Hauptcharakter, also es ist eine Frau, die Gegner besiegt, dann werden die immer am Ende nackt, weil es um die Kleidung geht. Die Kleidung hat eine Rolle im Spiel, aber im Anime. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn man den Anime bis zum Ende sieht, dann macht das alles Sinn, warum das passiert. Also tatsächlich, das hört sich blöd an, ich weiß. Ich versuche jetzt hier keine Erklärung wie Kojima zu machen, warum wie hieß sie? Quiet Quiet, nackt quiet. sein muss, weil klar, die Erklärung macht in dem Universum Sinn, aber an sich ist es einfach nur, er wollte einfach nur eine No, halbnackte Frau nein, haben. nein, Kojima, tut mir leid, Ja, damit kaufe ich sie dir nicht mehr ab. atmen kann, wo du denkst, ja, okay. In dem Universum macht es Sinn, aber ja, das ist so eine Bullshit-Erklärung meiner Meinung nach. Aber in dem Anime macht es auf jeden Fall Sinn und das ist halt einer meiner Lieblingsanime oder der Lieblingsanime, von denen ich kenne. Ich kenne nicht viele, weil Interessant. er einfach sehr viel schonen ist. Also, wenn dir sowas wie Dragon Ball und Naruto gefällt, auf jeden Fall, die Kämpfe sind freaking awesome. Dazu kommt ein Spiel, was mich super freut, weil ich hatte gehofft, dass es Platinum Games macht, weil die tatsächlich mal gesagt haben, die würden gern ein Spiel zu Kill la Kill machen, aber es ist leider nicht von denen. Es ist ein Fighting Game, was passt, wenn man den Anime kennt. Es heißt Kill la Kill If, glaube ich. IF. Sind halt so, also es ist nicht Aha. unbedingt das Spiel, spielt nicht unbedingt haupt 1 zu 1 die Story vom Anime nach, sondern es sind so. Was wäre, wenn Situationen quasi, dass man auch andere Charaktere spielt, die haben dann ihre eigene Story. Interessant ist, dass in dem Fighting Game es auch wichtig ist, zu diskutieren. Also im Kampf gibt es so eine Art Schere-Stein-Papier-System, wo man sich gegenseitig beleidigt. Weil das halt auch im Spiel, im Anime auch so ist, dass die sich halt gegenseitig beleidigen, Ah, okay. beziehungsweise miteinander anfangen zu reden. Und das ist eine Mechanik im Spiel. Also es ist so. Ganz Es ist witzig. ein sehr abgefahrenes Spiel, ist aber schon vor einiger Zeit angekündigt worden. Also es ist nicht die News. Die News ist einfach nur, dass es jetzt auch für Switch kommt, weil es erstmal nur für PC, obwohl PC bin ich mir gerade nicht sicher, aber PS4 wurde es noch angekündigt. Jetzt haben sie gesagt, es kommt auf jeden Fall auch für Switch, weil sie halt neue Charaktere noch angekündigt haben. Aber das ist ein Spiel, das noch lange in Entwicklung ist. Interessanterweise, das Spiel wird gepublished von Arc Systems, leider nicht gemacht. Weil das haben alle gehofft, dass es sowas wie Dragon Ball Fighters nur mit Kill la Kill. Ich wäre sowas von am Durchdrehen. Leider nicht, die publishen es nur, aber es sieht nicht Ah, schlecht aus. Es schade. ist halt kein traditioneller Fighter à la Street Fighter oder Dragon Ball, sage ich mal. Es ist mehr so Naruto, so diese, wo man in der Arena rumlaufen kann. Sehr Anime, aber passt halt. Und ich freue mich sehr darauf, da ich sehr großer Fan der Serie bin. Ich hoffe, sie verkacken es nicht, weil, ja. Wenn es Platinum Games wäre, fände ich es cooler. So als Devil May Cry-Klon in dem Universum wäre Die genial. können ja nicht alles Das machen. stimmt, das stimmt. Also in meiner Welt würden sie alles machen, aber ja. Meine Welt ist leider. Nächstes Genau, Mal beim nächsten vielleicht. Mal, genau. Beim Irgendwann nächsten kriege ich Mal. sie noch dazu. Aber damit bin ich mit Ankündigungen durch. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich bin mit Ankündigungen auch Perfekt. durch. Das passt doch Dann super. sind wir auch sehr gut in der Zeit und gehen in die News. Da habe ich auch ein paar, deswegen gebe ich dir den Vortritt.
Da hätten wir wieder mal als eine News aus dem Reich der Gerüchteküche. Wir sind ja, was Gerüchte angeht, Ja. sehr Solange es keine Leaks geschädigt, sind, sage ich mal. ist alles gut. Das stimmt, es geht um einen Industrieinsider, hat ausgeplaudert und behauptet, Microsoft würde mit einem Kauf von IO Interactive liebäugeln. Das wäre natürlich aber ein Mega-Hammer, wenn das wahr wäre. Das würde mir schon wehtun, ein bisschen. Ich mag die Ja. Hitman-Reihe. Und wenn das jetzt exklusiv werden Das glaube würde, ich das wäre nicht. Ich schon. bin tatsächlich, also ich weiß, ich bin der Microsoft-Fanboy hier, wenn es um uns beide geht. Ah, und ich gebe Microsoft einfach viel zu viele grüne Karten, sage ich mal. Wieso Aber denn? ich glaube, selbst wenn sie IO Interactive kaufen würden, würde Hitman immer noch Multiplattform bleiben. Glaube ich. Wie kommst Weil du mal zu Minecraft dieser ist auch Annahme? nicht exklusiv geworden. Selbst die Updates, die kommen zwar später für PlayStation. Und es gibt auch eine News, da kann ich direkt eine Konter-News quasi geben, dass die Firma InXile sogar gesagt hat, die arbeiten noch an PS4-Spielen. Obwohl es ein Ja, Microsoft-Studio wird. aber nur, weil sie diese Spiele Wahrscheinlich noch für machen. PS4 schon Genau. versprochen Das haben. dachte ich mir auch, Das dass das dann der Haken ist und nach dem Motto, die canceln die Spiele nicht, sondern die machen die noch zu Ende. Ob ja. Hitman dann plötzlich exklusiv wird, ich weiß es nicht. Ich meine, Wir wissen ja noch nicht, ob das überhaupt wahr ist. Also ich finde es überhaupt interessant, ja. dass es, wenn es so wäre, wäre Ich schon. meine, gut, IO Interactive hat nicht sonst eigentlich nicht viel gemacht, außer Hitman. Das ist so das Größte, wofür sie bekannt sind, oder? Aber Hitman ist Ist schon eine schon eine große, auf jeden Hausmarke. Fall. Also die könnten sehr gute Stealth-Spiele machen, quasi für Microsoft, für zum Beispiel Perfect Dark oder sowas könnten die machen. So ein Third-Person Perfect Dark mit Stealth. Stimmt. Oder irgendwas ähnliches, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall gutes Potenzial. Was ich interessant finde, also, genau, ja, Gerüchte, mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich nichts mehr glaube, klar, ich weiß. Aber wenn man an die XO denkt, an die XO18, wo sie damals gezeigt haben, dass sie dann noch nee, Obsidian Studio und InXile gekauft haben, wenn man auf da haben die ja so eine Grafik gezeigt. Und wenn man die Grafik genau gesehen hat, war ab unten noch Platz für ein weiteres Studio. Ähnlich wie bei so Ah, einem okay. Fighting Game Roster, wo Oh man so sieht, nein. hey, das ist nicht gerade, da ist noch Platz. So Oh wie bei Gott. Smash Bros., wo man immer sieht, oh mein Gott, da könnte noch Platz sein, da könnte noch ein Charakter reingeschoben werden. Von daher, und jetzt kommst du damit, ich habe das tatsächlich nicht gelesen, deswegen finde ich es interessant, weil ich das nur gesehen habe, dieses Bild, und dachte mir so, ha, irgendwie ist da noch Oh Platz für irgendwas, noes. vielleicht kommt da noch was dieses Jahr. Und jetzt kommt diese News. Man muss natürlich sagen, dieser Insider hat schon mehrmals recht Ja. gehabt behalten mit den Internas. Okay. Deswegen könnte was dran sein. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass Microsoft IO Interactive Nee. kauft, aber die Möglichkeit Die besteht Frage ist, sind die nicht zumindest. gerade bei Warner Brothers? Ja, Die publishen aber nur, ne? gehören sie denen? Ja, also Die die publishen publishen. nur. Das ist Also irgendwie sie, komisch, ja. dass jetzt gerade für Hitman 2 sind sie ja zu Warner Bros. Gegangen, damit die das publishen und dann werden sie von Microsoft Ja. gekauft? Das ist irgendwie. Also sie sind im Moment in einer schwierigen Lage. Ich glaube, Hitman 2 ist nicht so ganz gut Ja, ist dann natürlich gestartet. ein Das schwerer könnte sie Winter für die. natürlich ganz genau. Deswegen ist das natürlich für Microsoft Ja. die Gunst der Stunde, würden sie natürlich Auf jeden Fall. nutzen, wenn das. Ich sag mal so, Ich hoffe es im nicht. Ende, Ich im hoffe es nicht. Endeffekt ist es gut für das Studio, weil es einfach unendlich Geldquellen Was bekommt. schlecht für Es uns. ist natürlich Für schlecht manche für Leute, zumindest. die nur PlayStation-Konsolen haben. Ich sag mal, für PC-User wird sich da nicht viel ändern, weil die werden die Spiele trotzdem bekommen. Ist halt die Frage, was dann mit so einer großen IP passiert. Weil bis jetzt haben wir noch kein. Weil das wäre eigentlich so, sage ich mal, mit Obsidian so das größte Studio, was sie, also das bekannteste Studio. Ja, Weil selbst auch sowas wie, das stimmt. gut, Ninja Theory ist auch sehr groß, aber die haben wenig Spiele gemacht und die sind ja eh schon mittlerweile nicht mehr exklusiv, sage ich mal. Oder die werden jetzt nicht Hellblade 2 rausbringen, exklusiv nur für Xbox. Die haben ja immer nur neue IPs quasi gemacht. Aber das Hitman-Studio ist bekannt für Hitman. Das ist natürlich, die werden auch ein Hitman 3 machen, sofern sie das Geld dafür bekommen, es zu machen. Ja. Und wenn die dann Microsoft gehören, dann klar, dann sagt Microsoft, hier ist der Scheck, viel Spaß, macht Hitman 3. Und dann ist die große Frage, wird Hitman 3 oder wird das dann ein. Das wird dann wahrscheinlich nicht mehr Hitman. Ah, gut, die heißen ja eh. Heißt es Hitman 2? Okay, Ja, das ist dann wird Hitman das nächste 2. Hitman 3 heißen. Oder sie fangen einfach wieder Hitman Origins oder vielleicht machen sie Remakes von den Oh Originalen Gott. dann exklusiv. Also Ja. das wäre dann die erste Stelle, wo man dann sieht, wenn das tatsächlich wahr ist, was passiert, weil. Ich meine, bei Minecraft sehen wir ja, dass es nicht exklusiv geblieben ist. Sie haben es ja dann später sogar noch für die Switch rausgebracht, ne? Das Ding ist ja, das gab es ja schon für die PS4, bevor Ja, das Microsoft, glaube stimmt, ich, die aber nicht für Marke die gekauft hat. Switch. Nicht Deswegen, für die Switch ja, und die Wii okay. U. Das kam erst nach dem Kauf und da haben sie gesagt, ja klar. Und es gibt sogar Skins von Microsoft-Charakteren auf der Nintendo-Konsole. Bei der PlayStation-Konsole bin ich mir nicht sicher, ob es das Master Chief Pack gibt, aber bei Switch gibt es das.
Deswegen. Okay, vielleicht ist Minecraft ein Ja, das Einzelfall. Ich ist. will jetzt nicht, dass ich will jetzt nicht auf alle Spiele Genau, weil quasi. Minecraft ist halt auch so groß, dass es halt Quatsch wäre, das exklusiv zu halten, weil so können sie mehr Geld machen. Weil theoretisch denke ich mir immer so, Hitman ist vielleicht nicht unbedingt ein Spielekauf, also ein Grund für eine Xbox zu kaufen. Weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Aber es ist zumindest so Es ist ein gutes Spiel. Genau. ein weiterer Ich will nicht Grund. sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, okay, wisst ihr was, die Hitman-Serie bleibt Multiplattform, weil, hey, wir kriegen Geld für PlayStation-User, ne? PlayStation-User kaufen das Spiel und Microsoft kriegt Geld dafür. Ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation für die. Aber halt, die machen dann, oder sie hören erstmal auf mit der Hitman-IP und werden erstmal eine Zeit lang neue IPs bekommen von Microsoft und die machen die dann, bis sie dann irgendwann zurückgehen. Kann er, oder die IP gehört, na, obwohl die gehört denen, ne? Die ist nicht an Warner Brothers Ja, die verkauft oder gehört irgendwas. denen. Also, Nee, wenn nee, nee, das nee. wahr ist, bin ich echt gespannt, was mit dem. Also, ich finde es gut fürs Studio. Das Ich. Studio, das hat es verdient, weil es ist ein gutes Studio und die haben echt in den letzten. Ja, die dürfen nicht Genau. untergehen. Hitman muss Die weiter haben in den letzten bestehen. 2 Jahren ja wirklich Kacke gehabt mit Square Enix quasi, dass die. Also, sie haben richtig viel Richtig, Pech gehabt, richtig. Die haben wirklich. einfach nicht gut genug verkauft. Dann haben sie. Durften sie ja noch nicht mal ein richtiges. Das letzte Hitman war ja kein richtiges Hitman, weil es halt so seasonmäßig so und dann wurde es gecancelt im Prinzip die zweite Season und dann haben sie es trotzdem noch geschafft einen zweiten Teil zu machen. Also sie haben wirklich gekämpft für ihr Spiel, haben zum Glück ihre Lizenz behalten, also die ist nicht bei Square Enix, das ist sehr gut. Und ich würde es denen natürlich, weil ja Microsoft ist natürlich toll, aber klar, die Nachteile wären natürlich Leute, die jetzt keine Xbox User sind. Was ist mit denen? Kriegen die müssen jetzt die Hitman Fans alle eine Xbox kaufen für Hitman? Das ist natürlich dann wieder die große Frage, aber ja. Ja, Vor- und das Nachteile wird natürlich. man mal, das stimmt. Das Mal sehen, bin was ich auf jeden Fall passiert. gespannt, ob dann Auf jeden Fall spannend. könnte er Das wäre vielleicht bald natürlich eine kommen. neue Ja. Zeitwende, würde quasi Auf anbrechen. jeden Fall. Also. Microsoft kauft Microsoft kauft alle halt so alle, die langsam. irgendwie finanzielle Probleme haben. So, ach, guck mal, dein Spiel hat sich nur 10.000 Mal verkauft. Hey, kommt zu uns. Also. Sobald Das euer Spiel stimmt. fällt, wenn ihr zu Microsoft wollt, macht ein Spiel, hofft, dass es sich nicht verkauft und Microsoft klopft am nächsten Tag vor die Tür und sagt, hey, Das hier ist der stimmt. Scheck, wollt ihr nicht zu uns kommen? Und ja, ich warte Verlockend, echt nur noch auf verlockend. den Tag, weil die kaufen ja echt gerade brutal dieses Jahr, ne? Die haben ja fünf Studios, Das nee, die haben sieben stimmt. Studios dieses Jahr gekauft. Gut, ein paar davon haben eh schon mit Microsoft zusammengearbeitet, aber trotzdem. Ich warte echt nur an den Tag, dass sie plötzlich irgendwie was Großes kaufen wie Capcom, Sega, Konami. Ja, so langsam wird es bedrohlich, Weil das finde sind ich. so die nächste Stufe. Sowas wie Ubisoft ist zu groß, EA ist zu groß. Und ich meine, Ja, da gab es die ja mal ganz die großen, glaube Gerüchte. ich auch. Aber EA kaufen die, glaube ich, nie, weil es einfach zu groß ist. Das ist, nee, das geht nicht. Aber sowas wie Denke ich auch Capcom nicht. zum Beispiel. Nee, nee, Capcom ist auch nicht so Ja, aber klein, Capcom hat in den oder? letzten Jahren, also jetzt gerade werden die wieder gut, aber die haben auch ein paar Probleme in den letzten Jahren gehabt. Deswegen, wer weiß, wie Wer die weiß ich nicht. geldtechnisch da rumsitzen. Ich weiß es nicht. Findest du, dass sie Probleme Die hatten haben? Probleme auf jeden Fall. Nach Street Fighter 5, Marvel's Capcom hat sich nicht verkauft. Ja, aber an Street Fighter werden die nicht zerbrechen. Ich So ist es hoffe ja es mal. nicht. Ich meine, angeblich Street Fighter 5 wäre ja nie rausgekommen ohne Sony. Und da hat man auch nie wirklich was gesehen, dass das Sony. Also so hieß es immer von Sony Richtung von Marvel. Capcom hat das nie behauptet. Es war einfach nur Sony, die das denen in den Mund gesetzt haben, sag ich mal. Deswegen, Capcom oder Konami zum Beispiel wäre so ein großer Fall für. Oder wenigstens die Lizenzen könnte Microsoft denen abkaufen, weil die machen nicht mehr wirklich was mit diesen Lizenzen. Konami, ich Ich weiß ja glaube nicht, auch, wie ja. gut Pro Evolution Soccer läuft und die letzten Sachen, die sie gemacht haben, ob wie viel Geld die von Nintendo bekommen haben, um Snake und Castlevania-Charaktere zu bekommen. Oder die Netflix-Castlevania-Serie, ich weiß nicht, wie viel Geld die bietet, dass es denen reicht. Deswegen, also ich meine halt, ich sehe halt, ein Capcom ist eher gefährdet, gekauft zu werden, anstatt ein EA oder ein Ubisoft zum Beispiel. Einfach weil Ja. Ubisoft bringt jährlich so viele Spiele raus, dass die haben genug Geld, die verkaufen genug. Ich denke Und auch. Capcom bringt nicht so viele Spiele raus. Die haben jetzt zwei Spiele natürlich wieder in der Pipeline, die groß sind. Aber was ist, wenn jetzt Devil May Cry und Resident Evil plötzlich sich nicht 50 Millionen Mal verkaufen? Ja, das ist Es ist unwahrscheinlich, natürlich. Es richtig, ist super das ist unwahrscheinlich, richtig unwahrscheinlich. weil die Spiele einfach zu gut gerade aussehen, dass sie Ich floppen. kann, dann kaufe ich halt Genau, 10, dann ich reicht sowieso. es. Ich bin Dann sind die Capcom-Fanboy. gerettet. Aber ich meine, es gibt ja auch noch andere Firmen, die, sage ich mal, groß sind, aber nicht so groß sind. Ne? Also selbst sowas wie Ninja Theory, die sind ja auch nicht so klein gewesen und die wurden gekauft. Na Mittlerweile sind ja, sie klein, geht die so. waren mal größer, muss man dazu sagen. Jetzt Ja, sind ich sie wieder meine, groß. Microsoft kauft halt diejenigen, die halt gerade so Ja, klein sind, dann schlagen sie eiskalt das zu. ist ein Potenzial. Die sehen halt das Potenzial und IO Interactive ist halt auch so eine Firma, die waren mal so Capcom-mäßig. Die haben ja auch mehr Spiele Ja, gemacht. die waren Muss man sagen, schon so zur auf jeden PlayStation Fall. 2-Zeit, da gab es mehr Spiele von IO Interactive. Da waren die auch noch separat. Da hatten die
kein Square Enix oder so, die haben das selber gepublished. Und man sieht, was mit denen passiert ist. Und wenn die jetzt gekauft werden, genau wie Obsidian Studios, die waren auch mal groß. Die waren mal die Kings der mit Bethesda natürlich, mit BioWare zusammen natürlich so die Kings der Rollenspiele. Deswegen, ja, das und die sind auch, sieht man, die sind zum Indie-Status gefallen. Also, für viele sind es schwere Zeiten auf jeden Fall angebrochen. Genau, genau. Ich denke aber halt dadurch, dass Capcom zum Beispiel einfach gerade einen guten Schwung wieder hat und die sind japanisch. Ich glaube, bis jetzt hat, also noch mache ich mir noch keine Sorgen bei solchen Studios. Ich meine, im Prinzip, wir reden von Sorgen. Einerseits ist natürlich schlecht für die Spieler, weil man muss halt dann eine Xbox haben oder einen PC, aber es ist gut für die Studios, wenn die halt Probleme haben, weil Microsoft hat das Geld. Microsoft hat zu viel Geld. Microsoft hat unendlich Geld quasi. Ja, dementsprechend ja, ist es natürlich toll aber für die Arbeitsverhältnisse dann bei denen. Aber noch hat Microsoft kein japanisches Studio gekauft. Deswegen bin ich gespannt. Also, ist nur eine Frage, ich wollte gerade sagen, sobald irgendwie, weil es gibt nicht wirklich viele japanische Indie-Studios, die man jetzt groß kennt. Also mir würde nichts einfallen. An kleinen japanischen Studios würde mir sowas wie Marvelous zum Beispiel. Das wäre so ein Studio, die halt zum Beispiel auch Senran Kagura und sowas gepublished haben. Die sind zum Beispiel auch recht klein und die haben ja sehr, oder Nippon Ichi Software. Die sind ja auch sehr klein und machen nur Nischespiele. Also wenn, sobald Microsoft einen von denen kauft, dann haben die den japanischen Markt auch quasi einen Schritt weiter. Ich glaube, den japanischen Markt haben die schon längst aufgegeben. Deswegen es wäre aber trotzdem geil. Also ich fände es echt schön, wenn die Nippon Ichi Software oder sowas kaufen würden, wenn wir diese ganzen, weil die machen ja richtig viele Nische-Spiele und wenn die plötzlich alle auch für Xbox wenigstens kommen würden oder nur für Xbox, keine Ahnung, das brauchen die noch. Also das ist eigentlich noch das Einzige, was sie brauchen. Die brauchen ein paar japanische Studios, die Exklusivspiele für sie machen. Das stimmt. Also eigentlich so, da müsste mal Phil Spencer nach Japan gehen und so ein paar Studios einkaufen. Einfach so. War er da nicht schon mehr? Ja, ich meine, seitdem hat Namco ja mehr gemacht für Xbox. Also es hat ein bisschen was gebracht. Wir haben auch nie Automata bekommen. Hey, als Xbox-User freuen wir uns über sowas. Deswegen, ja, vielleicht kauft der Platinum Games oder so. Die haben ja auch ein paar. Du und deine Wunschträume. Das wäre mein Traum einfach, weil, hey, Scalebound, vielleicht kommt es wieder. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Du willst es einfach nicht verlassen. Nein, Scalebound ist in meinem tot. Herzen, lebt tot, dieses tot, Spiel tot. Immer noch. Na gut, aber vielleicht gut, eines das Tages. Ist dann ein Traum. Vielleicht behältst du ja am Ende recht. Das wär, also wenn es kommt, dann weißt du, dann kriegst du einen Podcast, wo du nur von mir hörst, Scalebound, Scalebound-Podcast. Nicht. 2 Stunden lang, wenn ich über dieses Spiel reden. Gut, aber dazu ein bisschen aus meiner Traumwelt wieder raus, gehen wir weiter in die News. Ich reiß dich mal aus deinem Traum wieder mal raus, in die Realität. Aber ja, sehr interessant, IO Interactive. Noch kurz, noch dieser Insider hat, glaube ich, auch behauptet, dass Sony nicht auf D3 quasi da sein will und er hatte recht. Hat da sonst noch irgendwas? Nur noch das kurz, ich glaube, er heißt, glaube ich, Klobrille. Ich würde es eigentlich nicht sagen, aber der Insider ist Klobrille. Aber das ist nicht der auch das mit Obsidian von Microsoft gespoilert hat, sag ich mal? Möglich, ich weiß es nicht genau. Weil wenn der das auch gewesen wäre, dann sieht es einerseits schlecht, aber andererseits auch gut aus. Also es sieht gut für IO Active aus, aber schlecht für PlayStation-User. Das wollte ich weiß, ja genau, ich wollte es aber noch sagen. Sehr interessant, habe ich nichts gehört. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht nächsten Monat auf der Game Awards vielleicht. Ich weiß nicht, ich glaube, die wollen nur Spiele ankündigen, aber vielleicht direkt schon mit einer neuen IP oder sowas für Microsoft. Keine Ahnung. Vielleicht ist das der große Enthüllung. Microsoft bringt eine neue IP mit und dann steht als Entwickler IO Interactive darunter. Keine Ahnung. Und dann so, Microsoft halt kleinen Geschäften, die gehören sie richtig. Ja. Mal gucken, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich wie sich auch, das auf jeden Fall. Also habe ich nicht gehört, finde ich sehr interessant. Wieder mal Telltale News. Jawohl. Wobei es eigentlich nicht wirklich Telltale News sind, es sind eigentlich Walking Dead News mittlerweile. Naja, eigentlich ist es es ist ja immer noch Telltale. Also ab jetzt diese Woche wurde angekündigt, dass die Arbeiten an Walking Dead der letzten Season weiter fortgeführt werden. Ab dieser Woche oder seit dem Monat, keine Ahnung, seit wann die da arbeiten, aber das Spiel wird auf jeden Fall zu Ende gebracht. Sie arbeiten dran und halt, wie gesagt, auch mit Original-Telltale-Menschen, die an dem Spiel gearbeitet haben, arbeiten. Ich weiß nicht, ob alle, so cool. Aber auf jeden Fall welche. Die wichtigen sind auf jeden Fall dabei, ob halt auch die kleinen Programmierer dabei sind, das weiß ich nicht. Der Spirit von Telltale ist quasi noch Also das Spiel wird so zu Ende gebracht, wie es zu Ende gebracht hat und es wird halt wirklich passieren. Also es war am Anfang noch nicht so 100% sicher, weil sie wollten es ja probieren, aber jetzt ist es offiziell. Skybound heißt die Firma, die bringt es jetzt zu Ende und sie arbeiten gerade am Ende. Und deswegen ist auch vor kurzem, ich glaube vor 2-3 Wochen hatten wir es ja auch angekündigt, dass eine Season Pass Disc von The Walking Dead rauskommt. Final Season, obwohl das Spiel quasi ja offiziell tot war. Deswegen damit zeigen sie, könnt es euch ruhig kaufen, weil die anderen Episoden kommen auf jeden Fall.
wollte ich nur erwähnen. Sehr schön, das freut eine uns gute News ist für alle. Telltale-Mitarbeiter und für Walking Dead-Fans. Absolut. Okay. Ja. So, jetzt hätte ich hier was Schönes. Und zwar Square Enix schützt die Parasite-Eve-Marke in Europa. Habe ich auch gelesen heute. Das könnte doch vielleicht bedeuten, ein Remake. Ja. Ein Remake, das war doch der große Traum, wenn das erscheinen würde. Das wäre super. Ich muss leider sagen, ich glaube tatsächlich, es ist eher ein HD-Remake, ein HD-Remaster von dem PSP-Teil. Oder ein Handyspiel. Oder ein Handyspiel. Mit Karten. Das kann natürlich sein, wer weiß. Würde mich freuen, so eine Remake-Collection von 1 und 2 und von mir aus schmeißt den dritten Teil auch dazu rein, wobei der Third Birthday, der war nicht schlecht, aber es war halt kein Parasite Eve, es war halt ein ganz anderer, es war ein Third-Person-RPG-Shooter, der nicht schlecht war für ein PSP-Spiel, aber die ersten beiden wollen wir natürlich. Wäre echt geil, da so eine Remake. Das wäre richtig gut. Das ist richtig gut. Auch dann lasst am besten nicht den Kingdom Hearts Macher dran machen, weil sonst kommt das Spiel niemals raus. Wie Final Fantasy Remake. Der hat genug zu tun. Er hat Kingdom Hearts eigentlich fertig geschafft, deswegen mal schauen. Aber bin ich auch gespannt, ob da irgendwas rauskommt. Ich hoffe, dass es halt nicht einfach nur so nach dem Motto, ja, wir haben es erneuert, damit es nicht abläuft, sondern dass sie wirklich auch was damit machen, dass das quasi was teasert. Nach dem Motto, vielleicht Game Awards. Wer weiß. Das ist die nächste große. Das nächste große. Und das Interessante ist, die Game Awards sind, wenn ich mich recht erinnere, einen Tag vor Smash kommen die. Am Donnerstagnacht quasi. In der Nacht, bevor Smash rauskommt. Das heißt, die Nacht wird in die Nacht wieder geguckt und dann am nächsten Morgen in den Laden gelaufen. Auf jeden Fall. Deswegen. Da habe ich auch perfekt die Überleitung Game Awards. Fox Century hat auch was quasi geteased, beziehungsweise auch ein Trademark gemacht zu Alien Blackout. Ja. Und viele vermuten, dass das ein Teaser sein könnte. Wer weiß. Aber wäre geil. 100 Spieler und ein Alien. Das stimmt. Wie geil. Nee, 50 Marines gegen 50 Aliens. Das wäre doch krass, auf jeden Fall. Also viele vermuten, dass das was mit Game Awards zu tun hat, weil es auf der Game Awards-Seite aufgetreten ist. Da ist irgendwie ein Logo aufgetreten mit diesem Alien Blackout und in der rechten Ecke ist dieses W-Zeichen von der Firma Wellnut. Genau, von der, und das dreht sich auch so, deswegen denken alle, oh, da kommt wahrscheinlich eine große Ankündigung. Was, ob das wirklich Alien Blackout heißen wird, keine Ahnung. Oder ob es vielleicht Alien Isolation 2 ist, nur halt dann unter anderem Namen. Weiß man noch nicht viel, man weiß nur einfach, dass da wohl was dass da Jeff Keighley was teased für die Game Awards. Deswegen denke ich mal, dass wir da vielleicht einen Teaser sehen zum nächsten Spiel. Wer dran arbeitet, so keine Information, nur einfach, da kommt was. Und vor einigen Tagen war Hideo Kojima bei 20th Century Fox zu Besuch. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die da kooperieren bei dem Spiel. Ich glaube jetzt vielleicht. Das wäre krass. Am Ende von den allen Zwischensequenzen steht da irgendwo Game bei Hideo Kojima. Einfach nur den Namen drauf. Du spielst das Spiel durch und am Ende spielt vielleicht. Das ist die Vorgeschichte zu Silent Hills oder so. Ja. Das wäre was. Also wär stell dir vor, ich meine, es gibt ja gespaltene Meinungen zum Alien Isolation. Die einen fanden es super, die anderen fanden es nicht so toll. Aber das in Kojima-Style, mit Kojima-Bullshit im Alien-Universum. Ich bin kein großer Alien-Fan, muss ich sagen. Also ich finde die Filme okay und die Spiele sind immer ganz nett. Aber wenn Kojima noch mitspielt, dann weiß ich, dass ich danach keine Hosen mehr anhabe, weil einfach die alle vollgeschissen habe. Deswegen wäre krass, wenn Kojima was damit zu tun hat mit dem Spiel. Ich hoffe, ich glaube. Ich kann mir vorstellen, der muss doch genug zu tun haben mit seinem Death Stranding, das in 30 Jahren rauskommt. Eben. Das wäre auf jeden Fall cool, also wenn der irgendwie involviert wäre bei dem Spiel, das wäre vielleicht mega macht er da irgendwie, schaut er da irgendwas oder sowas, macht so Kleinigkeiten mit. Keine Ahnung. Wenn er wirklich was damit zu tun hat, hat es wahrscheinlich nur eine kleine Rolle. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Spiel jetzt auch noch nehmen kann. Man spielt Kojima, der vor Aliens abhaut. Das wäre das nicht geben, super Kojima genial. Ich glaube, Kojima ist auch Fan von der Alien-Serie. Ich glaube, der ist ja ein großer Filmfan und ich glaube, Alien ist auch so eine Serie, die ihm sehr gefällt. Also die alten natürlich, nicht die neuen. Deswegen sind wir gespannt. Wir wissen auch, dass Geoff Keighley und Kojima sehr gute Freunde sind, deswegen ich glaube, wir werden viele Sachen sehen. Vielleicht ist jedes Spiel ist das Game Awards. Kojima so gut. Kauft Microsoft. So. Das ist der große Clou. Das ist wirklich ein Twist. Das ist der große Twist. Super, Game Awards, das wird wieder sehr interessant.
Ich habe noch eine News für Switch-Menschen bzw. Sammler. Die drei Spiele, die es, zwei davon gibt es schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also die Spiele sind Minute, The Messenger und Dragon Marked for Death. Kommen als physikalische Version für die Switch raus. Was sehr cool ist, also Minute müsste schon raus sein, weil das gibt es auch schon für Xbox. Das ist ein Spiel, stell dir Legend of Zelda vor und du hast immer nur eine Minute Zeit. Deswegen Minute. Aber alles, was du machst in der Minute, also du wirst nach der Minute stirbst du und fängst wieder an deinem Startpunkt an, aber alles, was du gemacht hast, wird gespeichert. Das heißt, Sachen, die du herausfindest, helfen dir dann, um dann quasi in eine andere Richtung zu gehen. Und das ist ein sehr gutes Spiel, ein sehr cooles Indie-Game, hat einen sehr coolen Grafikstil, ist auch kein teures Spiel, das ist so ein Minute, also M-I-N-I-T. Ja, achso, gab es nicht mal so ein Spiel Last Minute Hero? Ja, genau, das gab es auch. War das ja, nicht ja, ähnlich? Da war es auch immer 60 Sekunden Zeit für, aber das hat sich anders gespielt natürlich. Das hat sich mehr wie so ein, wie so ein RPG of Crack hat sich das gespielt. Okay. Das war auch ziemlich cool. Aber das soll auch sehr gut sein. Ist halt kein langes Spiel, also es ist länger als eine Minute lang. Spoiler Alert. Aber ja, ist sehr cool gemacht auf jeden Fall. Das kriegt eine physical Version. The Messenger, sehr cooles Spiel für Ninja Gaiden-Fans, von den alten Ninja Gaiden. Ist wirklich sehr cool gemacht. Gibt es bis jetzt nur für die Switch. Ich weiß nicht, ob es schon raus ist, aber ich glaube, es ist schon raus. Und für den PC natürlich. Soll aber auch noch für Xbox und PlayStation kommen. Aber die Switch-Version kriegt auch eine physikalische Version. Und das ist eine normale. Wir reden hier von nicht Limited Run Games oder so, dass es nur 3000 Versionen gibt. Nein, das ist eine ganz normale Ladenversion, wird es davon geben. Inwiefern das in Europa aussieht, weiß ich nicht. Also das sind jetzt natürlich ein amerikanischer Publisher, ist das, der das angekündigt hat. Aber hey, immerhin, weil sie ist region-free, das heißt, wir können die auch aus Amerika importieren, was ich machen werde. Und Dragon Marked for Death ist, wenn mich nicht alles erinnert, siehst du, ich habe mich wieder mal super vorbereitet, weil ich meine, es ist das Spiel, aber ich gucke lieber nochmal sicherheitshalber zu. Ja, das ist das. Oder? Scheiße. Ja. Ist das mit den quasi, wo man quasi Pixel-Look wechselt? Das ist Messenger, das ist Messenger. Messenger fängt erst als 8-Bit-Spiel an und wechselt dann in 16-Bit. Das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob das eine Mechanik ist, dass man die ganze Zeit rumwechselt, aber das Spiel fängt als 8-Bit-Spiel an und geht dann in die 16-Bit. Und dann, wie gesagt, es sieht sehr geil aus. Da freue ich mich sehr drauf, das zu spielen. Und Dragon Marked for Death ist das neueste Spiel von Init Crates. Die sind bekannt für zum Beispiel Mega Man ZX und Mega Man ZX Advance. Das waren so die letzten Mega Man-Spiele für den DS. Sind auch bekannt für Azur Striker Gunvolt 1 und 2. Sind ziemlich coole Spiele, erinnern, also auch Azur Striker Gunvolt erinnert sehr an Mega Man, weil, wie gesagt, das Team hat ja an den Original, an den neuesten Mega Man-Versionen damals gearbeitet. Und das ist das neueste Spiel. Es sieht grafisch, also es ist wirklich ein sehr guter 16-Bit-Stil. Die sind echt gut. Sind halt aus wie Mega Man X, quasi so vom Stil her. Sehr, sehr coole 16-Bit-Grafik. Und das ist ein Action-RPG-Side-Scroller quasi. Also so ein bisschen wie Dragon's Crown, nur halt nicht, dass man in die Tiefe gehen kann, sondern nur auf einer Ebene. Hat aber auch Core, kommt für Switch raus bis jetzt, ist es nur angekündigt, wurde aber auch verschoben. Das ist auch nochmal eine schlechte Nachricht zu dem Spiel auf jeden Fall, dass es verschoben wurde auf nächstes Jahr. Es sollte eigentlich jetzt im Dezember rauskommen, wurde aber jetzt verschoben. Ich glaube aber nur bei uns, nicht in Japan. In Japan kommt es, glaube ich, dieses Jahr noch raus. Und ich glaube, es sollte auf PS4 kommen. Ich bin mir aber nicht sicher, da die anderen Konsolen waren noch nicht so ganz bekannt. Weil Azur Striker Gunvolt zum Beispiel auch nur für die Switch rausgekommen ist. Und PC maximal, wenn überhaupt. Seht aber, wie gesagt, ich mag die Firma. Also ich habe, wie gesagt, Azur Striker gespielt. Und da gibt es ja auch eine Physical-Version. Und das Spiel kriegt auch eine Physical. Das freut mich halt, weil es auch so ein kleines Indie-Team ist. Das ist quasi so ein japanisches Indie-Team, würde ich sagen. Die kommen quasi da am meisten. Das würde die Kategorie, sage ich mal, perfekt passen für dieses Spiel. Für diese, für japanische Indie-Firmen, weil da kenne ich jetzt sonst nicht welche. Jo. Deswegen guckt es euch an, wenn ihr die Azur Striker-Spiele mochtet, weil ich finde das Spiel ziemlich cool. Dragon Marked for Death sieht sehr cool aus. Wie gesagt, sehr, sehr stylisch von der Grafik her, auch von den ganzen Art. Also das Spiel selber ist halt 16-Bit alles so. 16-Bit-ish natürlich, ist ein bisschen besser als ein Super Nintendo könnte. Aber halt die ganze, das Art-Design ist ziemlich cool gemacht und ich freue mich sehr drauf. Und es hat 4-Player-Koop sogar mit Switch, ist natürlich super, cool. Weil es auch mehrere Klassen gibt. Also es ist im Prinzip Dragon's Crown als 2D-Spiel und ich liebe Dragon's Crown, von daher bin ich sehr gespannt und freue mich, als mein Sammlerherz freut sich über eine physikalische Kopie davon. Deswegen warte ich dann, bis die rauskommt. Nächstes Jahr natürlich alles.
Sehr Aber gut. ja, ich Jetzt bin damit durch mit meinen News, deswegen hau noch raus, was du hast. ja, ich hätte noch was, aber Wir ja sind gut in der gut. Zeit, hau alles raus. Okay, alles gut. Die Shenmue 3 Crowdfunding-Kampagne ist erfolgreich abgeschlossen. Jetzt fragt ihr euch, wie? Die ist doch schon vor 3 Jahren, war die Ich doch bin schon auch ein fertig. Was Kickstarter. ist denn da passiert? Ja, aber Yu Suzuki, der wollte, hat immer weiter, oh komm, wir verlängern noch ein bisschen, wir brauchen Ja. Geld. Und das Witzige ist ja, dass in den ersten Stunden oder quasi im ersten Monat 6,3 Millionen oder Ja. so, glaube ich, zusammenkamen und quasi jetzt, bis zur Zeit bis jetzt, nur 800.000 quasi noch dazu kamen. Das ist schon Das ein ist bisschen ja. traurig, aber das, ja gut, 7,1 Millionen sind es insgesamt. Und ja, und mal gucken, ob das reicht. Offiziell sagt er immer noch, Er hat sich August da. 2019 soll es kommen. Er hat sich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen Ich bin auch sehr verkalkuliert. gespannt. Das Geld war ein bisschen knapp. Und ja, ich weiß nicht, Ich ob sehe das schon, jetzt Microsoft so kauft die reicht. Firma am Ende, damit sie das zu Ende bringen oder so. Ich sehe das schon kommen. Das könnte sein. Das ist jetzt wieder einmal dieser Moment, wo Ja. man sagt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt hauen Ja, wir ja, die auch ja. mal weg. Aber ich glaube, das ist ja, das Shenmue 3 wird erscheinen für Nur PlayStation PlayStation bis und jetzt. Switch. Ja, okay, nur für PlayStation. Okay, aber es kann sich Es ja gibt vielleicht noch. Gerüchte, er hat mal in irgendeinem Interview vor ein paar Jahren wurde er mal gefragt, wie es aussieht, ob das Spiel noch für andere. Also für PC kommt es auch natürlich. PC und PS4 ist zurzeit nur. Ja, Weil okay. ich bin Kickstarter und habe mir dann auch genug. Ich habe den, glaube ich, 30 €, $30 gegeben, damit ich eine Physical, also eine Disc für PS4 bekomme. Und er wurde mal gefragt, ob er Shenmue eventuell auch für andere Konsolen rausbringt. Und also damals gab es noch keine Switch, damals gab es nur die Wii U und Xbox One natürlich. Und Ah, da hat er okay, natürlich ja, gesagt, stimmt. dass er mit Microsoft, dass er einen Termin mit Microsoft hat, demnächst. Und mehr wollte er nicht dazu sagen. Deswegen, noch wissen wir nichts darüber. Ich vermute mal, das Spiel wird erst noch, sage ich mal, sein Kickstarter-Goal erreichen und dann quasi das Spiel für PC und Dings. Und dann vielleicht ein paar Monate später kommt dann eine normale Version in den Laden und da wird dann vielleicht eine Xbox-Version dabei sein. Oder ein halbes Ich Jahr denke später. schon, ich glaube, er hat es auch Auf jeden Fall. nötig. Und Shenmue, Also. ich meine, es gibt ja auch Shenmue 1 und 2 mittlerweile auch für die Xbox, was ja auch neu ist. Ja. Deswegen wäre es, Ist es nicht genau, es undenkbar? war eh schon sehr komisch, dass 1, weil 2 gab es für die Xbox, für die originale Xbox gab es ja 2, aber 1 nicht. Das 1 war ja nur quasi so als Zusammenfassung DVD dabei bei dem zweiten Teil. Und 1 gab es so noch nie auf einer Xbox-Konsole. Und jetzt hat Sega gesagt, ja klar, alle beide Teile bringen wir raus. Deswegen, es wäre dumm, wenn sie den dritten Teil nicht auch für Xbox, weil die Leute, ich zum Beispiel habe Shenmue nie gespielt, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Shenmue musst du auch nicht wirklich gespielt haben. Das ist, wenn du es jetzt spielst, oh Ich Gott, weiß. du kannst es Ich einfach nicht. werde Es ist aber super ich weiß, öde. es ist halt sehr. Es tut mir leid, ich weiß, viele Ja. lieben es, Es ist aber halt ein ne, schlecht tut gealtertes mir Spiel, leid. Rocco, weil es halt sehr viele Richtig schlecht gealtert. Quicktime-Events und ich habe immer von vielen Leuten gehört, ja, im Prinzip Yakuza ist quasi die Fortsetzung, also im Prinzip der Spiritual Successor und dachte mir immer so, ja, okay, dann muss ich das irgendwann mal spielen. Und dann habe ich mir Videos angeguckt und dachte mir so, aber das Kämpfen ist Ne, irgendwie nicht so danke. wie bei Yakuza und das Kämpfen finde ich gerade cool bei Yakuza. Also, ich sag mal so, wenn du Gabelstaplerfahren sehr gerne machst, dann spiel Ja, Shenmue. aber das Spiel ist halt so legendär, dass ich es halt auf jeden Fall wenigstens mal spielen will, also anspielen, ob ich es dann durchspiele, ist eine andere Frage, weil es gibt Guck dir einfach eine Zusammenfassung bei YouTube oder spätestens so an, das, wenn das ich den dritten reicht. Teil spielen will, aber es gibt die HD-Version, das heißt, wenn die günstig sind, werde ich mir die eh kaufen und es mir mal angucken. Ich habe ein paar Videos Ja. gesehen, ich weiß, dass die Grafik, ja, aber das ist halt so ein legendäres Spiel, das sollte man wenigstens mal angespielt haben und ich war kein Dreamcast-Besitzer und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch keine Xbox damals, die Original, und als ich sie dann hatte, ist das Spiel quasi an mir vorbeigeflogen, weil ich das halt nicht kannte und ja. Es wäre dumm, wenn sie es nicht für die Xbox auch rausbringen. Ja, ich denke Spätestens auch. ein paar, vielleicht nicht direkt am Start, aber ein halbes Jahr Nur eine später Frage oder der sowas, weil Zeit. Ja. das ist ein Spiel. Einmal, wir haben die ersten zwei Teile auch für Xbox, deswegen wäre das Finale wollen wir dann auch haben, logischerweise. Und zweitens, die Firma braucht Geld. Oder sie wird einfach von Microsoft gekauft. Eins von beiden wird passieren. Das stimmt. Aber der Witz ist, das ist ja noch nicht mal der finale Was? Teil. Auf wie viele Teile hat er das ausgedacht? Oh, nee, wir sollen noch Echt? 5 Teile Ich werden. dachte, der Und fünf dritte Teile ist das werden, hat er Ende. gesagt. Ich dachte, das ist das Finale, weil der zweite Nein! nie zu Ende ging. Eben nicht. Und ich meine, da hatte man die Chance, mal jetzt Oh einen Teil zu Mann. machen und bringt die Sache nicht zu Oh Mann. Ende. Was ist, wenn das floppt, dann warten wir wieder Ja, zehn bis er dann Jahre. wieder einen Kickstarter macht oder was. Und ne, ich sag dir, wenn das floppt, dann kauft Microsoft die und die machen dann sind es 4 und 5 ist dann exclusive für Okay. Xbox. Dann ist okay. Ich, Dann oder ist es irgendjemand auch kauft den gut dann und so. dann.
Das ist schon Das, Irrsinn, also, dann da, ich dachte eigentlich, wirklich. das wäre dann jetzt okay, jetzt kriegen wir den dritten Teil und dann war es das mit Shenmue. Aber wenn der echt noch zwei weitere Teile danach machen will. Ja, gut. Ich weiß ja nicht, wie viel Zahl, wahrscheinlich Ja, der 6, will 7, 8, unendlich keine Spin-offs Ahnung. und alles und keine Ahnung. Der macht Super Smash, Shenmue Fighter, keine Furchtbar, Ahnung. Ah, furchtbar. Gott. Ja, okay. Naja, mal schauen, was das Ja, wird. so ist es, so Mal ist schauen, es was halt. das Mal wird. gucken. Der gute alte Der Yuji. Gute. Ja, es ist immer ein legendäres Spiel. Leute waren sehr zufrieden. Ich meine, ich war auch gehypt, als ich es gesehen habe und ich hatte keine Ahnung, was es geht. Bin ich ganz ehrlich, ich dachte einfach nur, okay, alle flippen aus. Dann Ja, muss spricht für das das schon krass Spiel. sein, dass das da ein dritter Teil kommt. Das stimmt. Das wäre es, glaube ich, auch, weil ich hatte News, habe Das ich war's? nichts Okay. mehr, das war's. Dann sind wir so Das mit war's. den News durch und gehen in unsere schöne, kleine, große Release-Liste. Kurz sortieren. Wir sind. Wo sind wir denn? Bei Ah ja, genau, da Forever. haben wir es. Ne, Moment, das hatten wir letzte, oder? Ja, das hatten wir letzte Woche schon. Das heißt, wir sind jetzt hier Donnerstag. Nicht Donnerstag, Ah, Dienstag, okay, Entschuldigung. Das ist eine englische Seite. sorry. Also Montag kommt nichts raus, wie man sieht. Am Montag kommt komischerweise Das ist nicht. richtig. Das, ich denke mal, bis jetzt eins der großen Sachen für den Dienstag, den 27. November, ist Darksiders 3. Absolut, Sehr interessant, dass Darksiders es an einem 3. Dienstag rauskommt. Normal kommen Spiele ja meistens immer am Freitag raus, vor allem so große, aber ja, es kommt am Dienstag raus. Wenn Sie schon was Ja, bei denke ich gedacht mal haben. schon. Sonst wird es Ja, ja. Darksiders ist auf jeden Fall bei uns beiden ein Titel, den wir gerne spielen würden, aber einfach keine Zeit gerade haben, weil Das wir beide stimmt. beide Teile Ich gespielt haben. hab Angst. Ich hoffe, es geht nicht unter, aber es Es wird wird leider untergehen. Es untergehen, wird weil die untergehen. meisten Leute wahrscheinlich immer noch Red Dead Redemption spielen oder jetzt, keine Ahnung, Battlefield oder was weiß ich, was Pokémon Ja. spielen. Keine Ahnung. Ich hoffe, das Spiel verkauft sich wenigstens noch gut genug, dass wir auf jeden Fall einen vierten Teil bekommen, weil ich möchte alle vier Reiter haben. Ich hoffe ja auch, Weil, ja, aber. oder sie haben es im dritten Teil quasi beendet, dass das der letzte Teil ist und der vierte irgendwie, also der vierte Reiter irgendwie drin vorkommt und dann erklärt wird, warum er kein eigenes Spiel bekommen kann, so nach dem Motto, weil nach dem ersten gab es einen Cliffhanger quasi, dann kam der zweite hat auch einen Cliffhanger. Deswegen, wenn sie jetzt wieder einen Cliffhanger machen und dann kein vierter Teil kommt, dann sitzen wir hier wieder, keine Ahnung wie viele Jahre, weil, ja, es sind glaube ich 6 Jahre oder so, ne? Ich glaube 2000 Das ist oder, schon ne, eine, das ist 8, ich schon glaube eine Zeit. 2010 oder so kam der erste und dann vielleicht 2012 der zweite, also so 6 Jahre warten wir drauf und alle haben gedacht, okay, das Spiel wird nie zu Ende gebracht, weil die Firma weg ist. Das ist ja auch, man muss dazu sagen, auf dem Cover steht quasi eine neue Firma, Gunfire oder so heißt die, glaube ich. Aber es ist dasselbe Studio. Die haben sich nur umbenannt. Die mussten sich umbenennen, weil THQ damals weg war. Quasi bankrott gegangen ist und alle Studios, die da waren, die hießen ja Virgil Entertainment, glaube ich, oder Virgil einfach nur. Hießen die Virgil? Oh, ich weiß es nicht mehr. Die hießen irgendwas mit Virgil. Warte mal. Ach nee, die Re-Releases sind auch nicht mehr von denen. Verdammt, ich wollte gerade das Remaster Oh auspacken. nein, oh Ich nein. schaue noch mal kurz. Ui, Mini. Aber ich glaube Ja, nicht. Darkseid, ich hätte es ja besser gefunden, wenn Ja, doch, quasi. Virgil. Doch, Virgil. Ja, das ist ja. Ah, Virgil habe okay. ich gerade in der Hand. Also THQ Nordic hatte damals das Remaster rausgebracht, aber Virgil steht da noch immer als Name drauf, weil die ja die Originalmacher sind. Jetzt heißen sie Gunfire Games, ist dasselbe Studio, also dieselben Chefs von Virgil sind dabei. Die haben sich quasi einfach nur ein neues Studio gegründet, aber es ist dasselbe Team. Deswegen, es ist auf jeden Fall kein irgendwie, oh, wir wollen Geld machen mit einer Marke, die wir gekauft haben, sondern nein, es ist, das sind die Leute so, wie die den dritten Teil gemacht haben, machen haben wollten. Machen sie ihn jetzt quasi deswegen. Ich bin gespannt, ob wir noch einen vierten Teil bekommen. Wenn nicht, dann hoffentlich, dass sie das Spiel so beendet haben, dass es Sinn macht, dass wir nicht sagen. Ich finde es gut, wenn Sie einfach die letzten beiden Reiter einfach in ein Zum Spiel packen Beispiel. würden und dann einfach kommen, jetzt bringen wir es Deswegen, einfach zu vielleicht Ende. kommt er ja vor, einfach als Nebencharakter, dann wird das erreichen, dass das Spiel dann das Ende Ja, ist, weil das stimmt. Darksiders ist ziemlich cool. Ich habe es auf der Gamescom gespielt. Darksiders 3, es fühlt sich mehr an wie der erste Teil, muss ich sagen, was mich sehr freut, weil dieses Loot-System vom zweiten Teil fand ich nicht gut. An sich fand ich den zweiten ziemlich cool, aber das Loot-System fand ich ein bisschen übertrieben, einfach zu viel, meiner Meinung Ja. nach. Es wollte einfach, das war dann schon so ein Diablo quasi. Das hat irgendwie nicht gepasst, weil das Spiel ja eher so ein Zelda-Style-Spiel ist. Aber der dritte fühlt sich an wie der erste. Die Frage ist halt, so viele Jahre später, ob das noch reicht. Weil es fühlt sich nicht besser Ja, an, es das fühlt sich ist. genauso an. Ja, Das das ist könnte ein das Problem, weil es Problem. halt relativ langsam war. Es sieht halt aus wie ein schnelles God of War, Devil May Cry, aber es spielt sich nicht so schnell. Es spielt sich deutlich langsamer, mehr wie ein Zelda. Fast schon Genau. Und altbacken, das weiß ich könnte nicht, man wie das sagen. heutzutage ankommt. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Also, ne, das Art Design ist immer noch ziemlich, ziemlich cool. Ist immer noch derselbe Art Designer.
Deswegen, ich freue mich drauf, Daumen aber drücken. es wird kein Day One Purchase, leider. Dafür ist zu viel rausgekommen und ich will einfach die Tests Das wird jetzt abwarten. dieser eine Kauf sein, der sie hätte Könnte retten sein, ja. können. Vielleicht bin ich der Grund, warum das Spiel untergeht. Ich weiß es nicht, aber es ist Nein, leider zu nein. viel diesen Aber Monat, diese 2 Monate das rausgekommen. stimmt. Ich würd's auch gerne unterstützen, aber ich kann es auch nicht spielen Es jetzt. ist, Es genau, gibt zu es ist einfach zu viel. viel. Es Ich ist habe zu zu viel viel Geld schon da. ausgegeben, sonst würde ich gerne eure Collectors Edition kaufen mit Artbook, Steelbook und einer Figur. Die große Edition ist zu teuer. 400 € für zwar cool aussehende Figuren, aber es, Wow, 400 400 Euro ist Euro schon, ich schon kaufe lieber dann nochmal den Ansage. vierten Teil und dann nochmal eine extra. Also ich kaufe wenigstens eine Figur. Bin ich bereit, wenn ihr nächstes Jahr noch da seid, dann kaufe ich die gerne. Also es wird auf jeden Fall so ein Spiel, das ist Mal den für den Teufel nicht an nächsten die Wand. Sommer, werde ich auf jeden Fall. Das ist so ein perfektes Spiel, da wird es bestimmt was günstiger sein, dann werde ich es mir holen. Vielleicht, wenn ich Glück habe, so noch die Collector's Edition. Aber ich wollte eh nochmal die ersten zwei vorher durchspielen, deswegen. Aber Ich für würde alle auf jeden Fall Fans auch von dem spielen. Spiel freue ich mich drüber, dass es überhaupt existiert. Sind wir mal ehrlich. Sind wir mal ganz Ja, das ehrlich. auch auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es Genau, jemals erscheint. nachdem sie THQ dann die Sachen gekauft haben. Puh. Sonst am Dienstag haben wir wieder ganz viele Switch-Sachen, die geportet werden. Jetzt merke ich richtig, was das für ein Vorteil ist mit Ja, also da Switch kommt war. alles. Du kriegst jedes Spiel, was So viele existiert. Spiele. Ja, Spiele also ohne viele, Ende. viele Indie-Games. Spin Tires ist so ein, ja. So ein Simulator, wo man quasi Trucks fährt, die Bäume transportieren. Also nicht Bäume, sondern Der Traum eines gefällte jeden Bäume Kindes. quasi werden dann transportiert. Und deswegen Mud Runners, weil man natürlich den ganzen. Also es ist ein sehr Simulationsspiel. Ich habe tatsächlich einen Kollegen, der das cool findet und das gespielt hat. Ich habe ihm das mal besorgt, das Spiel. Er hat mir Echt? das mal gezeigt und es ist Interessant. halt so ein Simulator. Das ist sowas wie der Farm Simulator. So unter den Truckern, Ah, sage ich okay. mal. Verstehe. Von daher soll nicht schlecht sein für die Leute, die sowas mögen. Switch, hey, ihr seid auch dabei. Dann haben wir noch This War of Mine, Complete Edition. Oh Ziemlich ja, cooles das ist ein Spiel, richtig genau. gutes Ziemlich, Spiel. ziemlich cooles Spiel. Vor Absolut. allem die Thematik ist richtig dunkel. Wirklich krasse Entscheidungen muss man treffen, weil es einfach darum geht, zu überleben. Also es ist ein Kriegsspiel, aber man ist kein Soldat. Ist genau, Antikriegsspiel. es spielt im Krieg, aber man ist kein Soldat, sondern es ist einfach eine Familie, beziehungsweise Menschen, die überleben. In einem Kriegsgebiet und deswegen, wie du sagst, ein Antikriegsspiel. Es geht um ganz zu zeigen, diese andere Seite des Kriegs, des Call of Duties. Nicht alles ist immer toll und man ballert rum, sondern man muss auch bedenken, die Leute, die da leben, haben es schwer und da muss man halt Entscheidungen treffen. Beklaut man die Menschen, weil man Essen braucht und dies und das und man muss halt seine, Schon richtig genau, sehr, sehr bedrückend, das bedrückend. Spiel. Gab es auch eine Version, wo man dann, es gab ein Add-on, wo dann auch noch Kinder dazu kamen, was halt noch krasser Ja, war. Und ich glaube, es noch ist noch krasser, ein wirklich. neues Update, soll noch kommen. Ich glaube, ein Add-on kommt noch oder ist wahrscheinlich gerade gekommen. Ich glaube, für wahrscheinlich Xbox und PlayStation-User und PC ist es wahrscheinlich umsonst. Und weil das ist die Complete Edition, deswegen denke ich mal, das wird da schon dabei sein. Aber für die Switch auch Denke auch. perfekt on the go, perfektes Spiel dafür. Absolut, ja, das Ist ein passt ziemlich richtig gut gutes auf die Switch. Management-Spiel, würde ich sagen. Man muss halt viel seine Survivor muss man halt am Leben halten, gesund halten, rausgehen, neue Materialien holen und sowas. Also es ist ziemlich gut gemacht, ziemlich, ziemlich gut. Ich hätte auch sehr viel. Naja, kann man dann über Spaß Ja, eigentlich bei so einem es Spiel ist schwer. reden? Also, ja, es ist halt irgendwie. Was kann man dann sagen? Es ist ein Ja, schweres Spiel, weil die keine Ahnung. Thematik ist da wirklich sehr. Da zu sagen, ja, das Spiel macht voll Spaß, ist schwer zu sagen, aber Ist halt trotzdem, schwierig, das wenn ist ihr schwierig. Spiele, so Management, so Survival Games, im Prinzip ist es ein Survival Game, nur dass ihr nicht nur um euer Überleben, sondern um alles. Wenn ihr Survival Games mögt, dann ist es genau euer Spiel. Das ist halt einfach größer. Die Thematik ist halt wirklich bedrückend. Und das ist kein Feel-Good-Spiel, sagen wir es mal so. Ja, Das ist das so ein stimmt, ja. Spiel, Aber auf jeden wirklich Fall, auf jeden Fall. spielenswert. Unterstützt die Sollte man Firma, auf weil jeden Fall mal die machen auch reingucken. gerade irgendwas Neues. Ne, die haben was Neues gemacht. Frostpunk, ist das von denen? Ach, ist Ich das glaube, echt das ist von dies. Das soll denen? ja auch richtig gut sein. Ich hoffe da ja auf die Konsolenversion, warte ich nur. Ah, okay. Wusste ich nicht, dass Das das müsste von von denen denen ist. sein, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist auch so ein Survival-Spiel in der, also ähnlich quasi wie War of Mine, nur dass es das nicht so bedrückend ist. Aber trotzdem, Ja, das. das ist halt so ein Spiel, das soll man auf jeden Fall unterstützen. Und für euch Ja, Switch-User und für finde dich, ich, find ich Kaveh, auch. jetzt auch auf jeden Fall coole Yes. Sache. Dann haben wir am Mittwoch, 28. November, Artifact. Letzte Woche hatten wir die Beta, jetzt kommt das Spiel raus. Ja, Das jetzt haben wir Kartenspiel das, ja. von Valve, keine Ahnung. Ich habe nur was gesehen, dass die manche Karten komische Namen hatten und das wird wohl geändert, weil die dann so. Ich weiß die Namen leider nicht. Ich hatte irgendwas gelesen, dass die halt viele Fans sich über bestimmte Namen von Charakteren, weil die halt so The Emperor of
was weiß ich was, auf With a Big Wong oder sowas. Und dann denkst du so, was ist das für eine komische Übersetzung? Also Okay. komische Übersetzung auf jeden Okay. Fall und die Namen werden geändert. Auf jeden Fall, aber ja, keine Ahnung, ob das Spiel gut ist. Ich guck's mir an. Ja, vielleicht Genau, schnupper ich, es ja, ist ich free schnupper to vielleicht auch play. mal Ich rein. Ich mag mag ja Kartenspiele, genau, Kartenspiele. Hearthstone, Gwent und sowas, deswegen ich guck's mir auf jeden Fall an, vielleicht ist es ziemlich gut. Das nächste Spiel finde ich ziemlich cool und das ist Horizon Chase Turbo. Und interessanterweise nicht für Wow. PS4 oder noch nicht für PS4, nur für Switch und Xbox One. Das Spiel ist quasi, wenn man ein Fan von Outrun ist, dann ist das quasi das nächstbessere, was man bekommen kann, weil Outrun existiert heutzutage leider nicht mehr. Muss man leider sagen. Und das Spiel hat sogar das Auto von Outrun drin. Natürlich sieht es nur so aus wie das Auto, weil das ist ja ein Lamborghini gewesen und deswegen gibt es Outrun nicht Auch mehr, nicht weil die schlecht. Lizenz von Sega abgelaufen ist und alle hoffen, dass Outrun wiederkommt. Es kommt eine Outrun-Version für die Switch zurück unter der Sega Classics. Die haben ja so eine Classics, ja, wie soll man sagen, Serie, sage ich mal, von Spielen, wo die jetzt viele alte Spiele nochmal rausbringen, aber nur für Switch. Da ist Outrun dabei, aber es ist ein älteres. Es gibt ein paar gute Outrun-Spiele für die Xbox. Gibt es eins der besten Outrun oder das beste, weiß ich jetzt nicht. Und es gab eins für Xbox Live, das es leider nicht mehr gibt, wegen der Lizenz. Das wurde leider runtergenommen. Und ich Ah, bereue es, dass okay. ich damals nicht gekauft habe. Aber Horizon Chase Turbo ist quasi das. Also, oder es sieht so aus, als wenn es versucht, dieses Spiel umzusetzen, weil es sehr arcadey ist. Sehr, sehr simpel, muss man sagen, aber trotzdem richtig Spaß macht. Hat natürlich auch normale Modus, also man kann auch normale Rennen fahren. Also es ist nicht nur Outrun quasi, aber es sieht sehr Outrun aus und es ist inspiriert von Outrun. Trotzdem hat es normale, weil Outrun war ja eigentlich nur ein Strecken, so ein Arcade-Game und hier geht es auch um Rennen fahren. Ich bin gespannt, ich hoffe, dass es gut wird. Ist kein teures Spiel, aber ich freue mich darüber, dass es kommt. Interessanterweise, wie gesagt, nur Xbox One und Switch, aber ich denke mal, PS4 kommt noch. Denke Noch auch. was sehr cooles, R-Type. Kennst du R-Type? Oh. R-Type, natürlich Natürlich. kenne ich R-Type, ich Also liebe sehr, sehr geiles R-Type. Shoot'em Up. Ja, Dimensions gab es schon mal, muss man dazu sagen. Ja, Gab das es auch für stimmt. PS3? Ich weiß, dass es für Xbox gibt, weil ich habe das für Xbox 360. Das weiß ich Es leider kann nicht, sein, dass aber das bestimmt, ein. Ich bin mir bestimmt. nicht sicher, weil damals waren die Arcade-Spiele ja sehr viel für Xbox 360. Aber auf jeden Fall gab es das schon mal, das Spiel Dimensions für die 360 und wahrscheinlich PS3 auch. Ist quasi ein Remake, Remaster, wie auch immer. Ein Reimagining von dem ersten und zweiten R-Type, aber nicht das, was es auf Super Nintendo gab. So, oder NES. Oh, nicht Super Nein, es R-Type. ist quasi das, was es in der Oh, Arcade gab. verdammt. Also, das ist quasi ein komplett neues Schade. R-Type für die meisten Spieler gewesen. Und das waren die ersten beiden Teile quasi als Remake. Und jetzt kommt eine EX-Version für die Switch. Und die ist quasi nochmal geremaked. Also, das ist nicht dasselbe Spiel, nur für die Switch, sondern sie sieht nochmal besser aus, weil die alte Version sieht nicht mehr so gut Ah, aus, okay. weil die da 3D-Grafiken benutzt haben und das sieht heutzutage nicht mehr so toll aus. Und dieses EX sieht ziemlich cool aus und ich freue mich darauf. Und ja, Switch ist die perfekte Konsole für sowas, muss man leider sagen. Muss Ja, man immer wieder es hat sagen, quasi das aufgefangen. stimmt. Es sieht ziemlich cool aus, auch Zwei-Player-Modus und alles. Es ist ein gutes, schweres Spiel, aber ja, freue ich mich auf jeden Fall drüber. Ich weiß gerade leider nicht. Habe ich noch nichts herausgefunden, ob es das auch als Cartridge gibt. Ich hoffe es sehr, 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 dass das als Cartridge kommt. Das wäre natürlich teuer. Aber R-Type ja. ist ja quasi immer das einzige Shoot'em-up, das ich immer Das ist gern auch, gespielt habe. genau. Ich habe eigentlich kaum Das ist welche halt nicht so ein gespielt. Bullet-Hell-Shooter, das ist aber halt mit diesen Upgrade-Systemen und sowas ziemlich gut. Ziemlich, ziemlich gut, ja. Das Oldschool, stimmt. aber cool. Gut, Absolut. gut school. Oldschool ist gut school in dem Fall. Und dann haben wir natürlich wieder Das einen stimmt. neuen Port von Abzu. Abzu ist quasi. Ach, da ist ja das nächste. Also, da gibt es ja Ein, doch an ja, einige. Das ist ja auch Abzu ist quasi Spiele. sowas wie The Journey oder Journey unter Wasser, würde ich sagen, weil ein Spiel, wo du im Prinzip nur erforschst, keine Gegner hast, kein Nichts, sondern nur einfach, Ein genau, so ein schönes, beruhigendes schönes. Spiel wie Journey. Du hast quasi, du machst dein eigenes Spiel draus, sage ich mal, du läufst einfach rum und hast ein Ziel, aber es ist nicht, sage ich mal, direkt vor deiner Nase, du hast keine Objectives, du hast keine Gegner, du schwimmst halt einfach so durch die Gegend. Und dann passieren halt ein paar abgefahrene Sachen. Ganz nettes Spiel gibt's. Wie gesagt, Das auch hört für sich alle doch ganz gut Konsolen an. jetzt, weil Switch auch dazu kommt. Das ist der Donnerstag, 29. Die Familie ist Genau, komplett, genau. also. Wir sind zusammengekommen. Dann haben wir Asterix und Obelix XXL 2. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch Ich keine weiß nicht, ob das Ahnung. was Neues ist, weil XXL gab es schon mal. Aber ich weiß nicht, ob es XXL 2 schon mal gab. Bin ich ganz ehrlich. Das ist auch wieder ein Switch-Spiel. Keine Ahnung. Asterix und Obelix kennt man. Ich würde mir wünschen, dass die Asterix und Obelix das Arcade-Game eigentlich mal für die Konsolen bringen, weil das war ziemlich cool. Das war so ein Beat 'em up. Das war richtig geil. Das habe ich Echt? als Kind in Polen gespielt. Love it. Ich liebe Beat 'em ups und das wäre so ein Spiel. Ich weiß nicht, welche Firma das damals gemacht Natürlich. hat.
Das muss ich eigentlich mal herausfinden, weil das kann man ja leicht herausfinden heutzutage. Aber ja, das hätte ich gerne, deswegen keine Ahnung, was das ist. Ich weiß, dass ich irgendwann mal vor Jahren, für PS2 gab es das XXL. PS2 und jetzt kommt, glaube ich, ein zweiter Teil. Interessant. Ich glaube, da kommt sogar HD Remastered von raus, habe ich gelesen. Von diesem XXL, ja. Ich glaube sogar PS4 und Xbox, weiß ich gar nicht. Egal. Aber ja, Asterix und Gut zu Obelix-Fans, wissen. alte französische Comics. Ja, doch, französisch, ne? Ja. Und ja, Ja, habe das ich früher die Comics ist gelesen als Kind. Ist ja ganz nett, genau. nett, nett. Das nächste Spiel kenne ich nicht. Cat Tales sagt mir nichts, deswegen, Kenne ich auch ja, wenn nicht. ihr es kennt, viel Spaß für euch. Man spielt, oh Gott, das sieht aus wie so ein RPG-Maker-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, ein RPG, wo man eine Katze spielt, schön. Das nächste Spiel kenne ich aber, Fighting EX Layer, und ich will es für Xbox haben. Die sollen es eigentlich für Xbox rausgeben, weil das Spiel gibt es nur für PS4, jetzt für PC ab dem Donnerstag. Ist von den Machern, die Street Fighter EX gemacht haben. Weil das hat ja nicht Capcom gemacht, das Spiel, sondern es hat Arika, heißt die Firma, meine ich. Ich glaube, Arika wird es ausgesprochen. Die hat das Spiel für Capcom gemacht, mit der Capcom-Lizenz natürlich, also Street Fighter. Aber in dem Spiel gab es sehr viele Charaktere, die, ja, Arika ist richtig, die nicht von Capcom waren. Also Arika hat natürlich dann Charaktere wie Guile, Sakura, Ryu, Ken und sowas genommen. Aber Oh, die haben dann natürlich auch okay. gesagt, hey, wir machen auch neue Charakter, weil EX war 3D, muss man dazu sagen. Sah ein bisschen aus wie Tekken, aber hat sich trotzdem gespielt wie Street Fighter. Und die haben halt sehr viele neue Charakter, weil es gab auch mehrere Teile von der Street Fighter EX. Ich glaube drei, aber mindestens zwei. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch einen dritten gab. Und ja, das war tatsächlich, die waren ziemlich beliebt auch dafür, dass sie so komisch aussahen damals zu der Zeit, dass Leute wollten eigentlich diese 2D haben. Aber die waren beliebt und die haben ja irgendwann mal einen April-Scherz gemacht, wo die Charaktere aus EX gezeigt haben, natürlich nicht Ryu oder so, also ihre eigenen Charaktere gezeigt haben. Und der April-Scherz kam so gut an, dass sie dann gesagt haben, wir machen ein Spiel daraus. Und das ist schon, weil die Okay, Fans einfach das gesagt klingt haben, ja wir wollen das witzig. Spiel haben, mach das, was los? Das ist Und ja die Firma ist halt auch ein gut. japanisches Indie-Studio, könnte man sagen. Und ja, sie haben es geschafft quasi, deswegen heißt das Spiel auch Fighting EX Layer, weil es halt ganz genau, und da sind alle Charaktere aus dem Street Fighter EX, die halt von Arika sind, weil Capcom die Rechte nicht an diesen Charakteren hatte. Die haben ganz klar Ah, dafür gesorgt, dass das deren Charakter sind, und es gibt die Capcom-Charakter, also im Prinzip was Capcom versus EX Layer, könnte man sagen. Von daher, okay. Nicht schlecht, wusste sehr ich cooles gar Spiel nicht. auf jeden Fall, sehr oldschool natürlich, ist Unreal 4 Engine, deswegen sieht es ein bisschen interessant aus, das Spiel, also sehr, sehr, es ist ein anderer Stil als Street Fighter 5 zum Beispiel. Aber ja, für so Leute, die EX, also Street Fighter EX gespielt haben, ist es genau das Richtige. Ich würde es gerne spielen. Wie gesagt, für PS4 gibt es das schon. Jetzt PC und in Japan kommt dieses Jahr auch noch eine Disc-Version für die PS4 raus. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch vielleicht für Xbox kommen könnte und Switch eventuell, einfach weil die Firma Geld braucht, weil es ein kleines japanisches Studio ist. Ja. Falls ihr die Tür gerade gehört habt, das war meine Freundin, die kurz reingekommen ist. Deswegen, ich kann nicht das, ich habe geredet, deswegen kann ich es leider nicht rausschneiden, deswegen erwähne ich es nur. Genau, die müssen mal Dungeon-Tür. geölt werden. Aber ja, wenn ihr Fighting Games mögt, und ich liebe Fighting Games, ich weiß nicht, wie oft ich es erwähnen soll, aber ja, freue ich mich drauf, dass ihr jetzt auch PC-User seid. Ich hoffe, Crossplay ist dabei, und wenn es für Xbox dabei sind, dann seht ihr mich online. Ich hoffe es sehr, sehr. So, ja, Ich wünsche es ich dir. würde mich freuen. Oh Gott. Gut, die nächsten. Man muss ja jetzt Nee, die die nächsten nächsten Spiele müssen können noch wir nicht, springen, oder? aber ich will nur eins erwähnen. My Little Riding Champion kommt für die Xbox One. Ey, da kommt hier dein schönes EX-Layer kommt nicht, aber My Riding Aber zum Champion Glück kommt kriege ich dafür. meinen Das ist Little doch Riding Champion. schön. Ja, da sehen Das ist wir, ein schöner Microsoft hat wieder Ersatz. viel Geld ausgegeben und hat das Studio gekauft. Um Ja. uns My So Little sieht's Riding Champion. aus. Ich weiß nicht, ob es das Spiel auch für andere Oh, so Konsolen sieht gibt, das. aber hey, es kommt für die Xbox am Donnerstag. Ich freue mich drauf. Hey, gibt's das auf einer Das Konsole Problem oder ist, nur wenn für ich hier auf den Xbox? Link Gibt das klicke, dann wirklich? geht der mich direkt auf den Xbox. Ah, okay. Das wäre mal interessant zu wissen, ob das Was exklusiv wäre. Das wär's? ist ja mal Dann, gut wenn zu das wissen. exklusiv ist, glaub mir, dann werde ich das jedes Mal erwähnen, wenn jemand sagt, Xbox hat keine Spiele. Dann wisst ihr ganz genau, wir haben Pony-Writing. Ich gucke Das gerade wäre nach. Ah aber nein, es gibt schon für richtig PS4. witzig. Sogar als Ah, okay, alles Disk-Version. klar. Ja, es Echt gibt eine jetzt? Disk-Version dafür. Unfassbar. Gut, Unglaublich. ja, Spiele, die die Welt vielleicht braucht, keine Ahnung. Hey, vielleicht ist es das beste Pferdereiting-Spiel ever. Von daher, ich will. No judging, Wir no wissen judging. es Wenn ihr so nicht. ein Spiel spielt, hey, more power to you. Und wenn Ganz jetzt könnt ihr es auch genau. auf der Xbox spielen, von daher.
So, dann haben wir noch ganz viel andere Spiele, auch wieder für Switch. Oh ja, da haben wir wieder die Switch-Armee, sage ich mal. Alles oh, ja. Kleine Spiele, die ich zu 90% nicht kenne, muss ich ganz sagen, deswegen überspringen wir die. Echt? Ich dachte, du kennst Coffee Crime. Ich habe tatsächlich, das war eins der Spiele, die ich angeklickt habe. Ich habe es mal gesehen, bin ich ganz ehrlich, aber ja. Kenne ich nicht. Ich glaube, das einzige. Oh, hier auch wieder Goat Punks, Xbox One. Oh, yep. Ja, ein Spiel, das die Welt wahrscheinlich. Ich würde gerne was dazu sagen. Ich kenne leider auch kaum eins. Ja, das ist dann leider schon. Oh, Goat Punks sieht aber ziemlich cool aus. Okay, das lasse ich mir mal offen, den Trailer. Einen Blick kann man auf. Scheinbar kann man einen Blick reinwerfen. Nicht nur Switch kriegt so das Spiel, sondern die Xbox One kriegt auch Spiele. Holy crap. Was ist hier los? Ja, PlayStation 4 ist heute nicht dabei. Alles kommt hier für die. Die Konsolen raus. Interessant. Leider, ich denke mal, eins der größeren Sachen ist auf jeden Fall Ride 3. Ist ein Motorradspiel, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist aber auch eine sehr bekannte Serie, Ride 3. Oh, Rival Megagun sieht ziemlich cool aus. Ist ein Shoot'em Up. Ein Oh, warte, kenne ich das? Ich glaube, ich kenne das. Ich sehe mir gerade einen Trailer an. Es tut mir leid. Live-Trailer-Reactions gibt es jetzt hier. Das ist ein PvP, das kenne ich, das Spiel. Ja, es ist ein Schmupp, was man PvP spielt. Das heißt, beide Spieler spielen gegenseitig, sehen sich also links und rechts. Und je besser der eine ist, dann schickt er dem anderen, also ähnlich wie Tetris quasi, dass man auf die andere Seite quasi den anderen Spieler es schwerer macht. Also man kann ja auch angreifen das und sowas. Das, cool. Das habe ich schon mal gesehen von dem Spiel, jetzt weiß ich, wie es heißt. Ich wusste den Namen nicht. Sehr coole Grafik, sehr, sehr cooles 16-Bit-Grafik. Kommt für die Xbox. Nur für die Xbox. Gibt es aber bestimmt schon für die anderen Konsolen, wahrscheinlich. Deswegen habe ich davon gehört. Spätestens auf jeden Fall für den PC gibt es das. Das ist 100 Pro. Sieht ziemlich cool aus. Die Frage ist, kann man das auch alleine spielen? Oder muss man das nur Multiplayer spielen? Das würde auch mal interessant aber zu wissen. Sieht aus wie ein cooles Multiplayer-Spiel. Also ich könnte mir vorstellen. Die Idee finde ich ganz auf jeden charmant. Fall. Da könnten Freundschaften zerstört werden in diesem Spiel. Das habe ich besonders gerne. Perfekt, also werde ich auf jeden Fall mal gucken. Rival Megagun, cooler Titel. Werde ich mal im Auge behalten. Aber sonst... The First Three, das ist doch das wunderschöne stimmt, Spiel. Stimmt, das hast du erwähnt, ja. Gibt es das nur für Xbox? Ja, das ist doch... Ich glaube... Eigentlich, glaube ich, dann kommt das, erscheint das auch für PlayStation, glaube ich. Vielleicht und sogar für Switch. The First Three? Glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt immer das Problem, dass natürlich das hier dann, wenn man auf den Link auf unserer Liste drückt, dann kriegt man das direkt nur den Link von der Xbox-Version in dem Fall, weil die ankündigen. Also es gibt es auf jeden Fall auch für PlayStation und PC. Also ich habe hier Steam und Tests gibt es auch schon. Von daher, ja, das ist das Fuchsspiel. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Kommt am Freitag für die Xbox. Ja, dann super. Richtig, das werde ich auf jeden Fall angucken. Also, ja, das ist dann so das letzte Spiel für diese Woche. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit anderen tollen Sachen. Und das war es dann mit unserem Podcast. Heute auch wieder, von der Zeit sehe, ungefähr wieder gleich lang. Auch wobei ich dachte, wir hätten nicht so viel zu bereden, aber der Kave hat da auf jeden Fall mich gut unterstützt. Doch. Jetzt bin ich der Schuldige. Gut unterstützt, weil ich tatsächlich diese Woche nicht so viel gefunden habe. Aber ja, du hast auf jeden Fall wieder ein paar juicy News gefunden. Für alle, die bis hierhin gekommen sind, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, Feedback ist absolut immer willkommen. In die Comments, damit. Per Twitter könnt ihr mich erreichen, per Twitch von mir aus. Steht alles in den Beschreibungen drin und Feedback ist immer gern gesehen und schreibt mir auch, wie gesagt, was ihr im Black Friday so gekauft habt. Das würde mich auch interessieren oder uns interessieren. Mir bleibt sonst eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Kave, dass du wieder dabei warst, wie immer. Ja, natürlich, immer wieder gerne. War wieder sehr cool und informativ, zumindest für mich, aber ich habe auch für den einen oder anderen da draußen. Ich denke aber schon, das war richtig, auf jeden das Fall ist richtig immer coole gut. Millenniumsfolge, eine stimmt, die 10. Folge quasi echt unser Jubiläum von 10 Folgen. Hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Da waren auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei. Ich habe immer wieder, jedes Mal habe ich Sachen, die ich mir dann angucken kann. Danke. Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mir gleich angucken werde und die ich quasi gefunden habe. Das war es dann soweit von uns. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen, wie auch immer. Ich danke auch. Und wir gehen wieder ins Internet und durchsuchen das große, weite Web nach den neuesten Videospielen-News. Ich glaube, sind wir nächste Woche schon soweit?
Ist nächste Woche schon Game Awards? Nee, noch nicht. Okay, Nee, ich glaube noch darauf die nicht. Woche ist Game Noch Awards. nicht. Deswegen, weil für die Game Awards werden wir wahrscheinlich dann einen Podcast machen, der, denke ich mal, Special. hauptsächlich, ich denke mal, die ein oder andere News werden wir bestimmt auch noch haben, aber wir werden wahrscheinlich die kompletten 2 Stunden oder die kompletten Podcasts, vielleicht wird es auch länger 4 Stunden. sein, das ist Weiß irgendwie beim, man mal schauen, vielleicht noch machen wir nicht. auch 2 Podcasts, machen wir einen extra Podcast, kommt noch mal, wie viel passiert, aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teaser, deswegen wundert euch nicht, aber ja, Game Awards sollen angeblich ja groß werden, wieder, aber das sagen die jedes Jahr, dass es die größte ist und dann nächstes Jahr wird sie wieder größer. Aber diesmal Also ich glaube ich. glaube, die Game Awards ist eigentlich auch eine ziemlich gute Show, muss ich ziemlich sagen, also von den Informationen her, wie die aufgebaut ist, das ist Geschmackssache, ob die Leute das mögen, Finde ich auch. aber von den News und den Trailern, die da rauskommen. Ich meine, Bayonetta 3 haben wir da bekommen als Teaser, auch wenn wir bis jetzt noch nichts davon gesehen haben. Aber hey, es existiert und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieses Jahr vielleicht auch Microsoft mal ein paar neue kleine Teaser raushaut. Vielleicht hat Sony auch noch irgendwas Geheimes da, was sie auf E3 nicht zeigen wollen. Und Ja, noch das ein oder vielleicht. andere, vielleicht kauft Microsoft die Game Awards. Wer weiß, was passiert. Aber das sehen wir dann in Alles kann 2 Wochen. passieren. Es Genau, wird nächste Woche haben wir nochmal spannend. einen normalen Podcast und dann gehen wir in den Game Awards Podcast und in den Smash Brothers Podcast, weil bis dann werden wir es gespielt haben Oh ja. und werden euch unsere. Deswegen mal gucken, vielleicht machen wir 2 Podcasts. Mal schauen, wie viel passiert ist, wie viel Zeit wir haben. Von daher nochmal vielen, vielen, vielen Dank und wir gehen ins Internet und so weiter und so weiter. Bis dahin, Happy Gaming, man sieht sich. Ciao. Ja, danke und tschüssi.